Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen, zu dem weltbewegenden Thema Klimawandel. Wie viel Klimawandel macht der Mensch? Es ist ein Thema, das uns alle berührt, das ideologisch dominiert wird zurzeit. Wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese ideologisch geprägte Diskussion wieder auf ein sachliches Niveau herunterzuführen, damit wir künftig weniger Ideologie und mehr Sachlichkeit in dieses Thema bringen. Meine Damen und Herren, diese heutige Veranstaltung war mir ein besonderes Vergnügen und auch ein besonderes Verlangen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Heiko Wildberg. Ich bin Abgeordneter der AfD-Fraktion im Bundestag, bin im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und ebenfalls im entsprechenden Arbeitskreis meiner Fraktion tätig. Und im Namen dieses Arbeitskreises darf ich Sie heute ganz herzlich begrüßen. Dass wir diese Veranstaltung heute in diesem Rahmen durchführen, das bedarf sicherlich noch eines Hinweises oder mehrerer Hinweise. Zunächst einmal darf ich meinen Mitarbeitern herzlich danken für die Vorbereitung dieses Termins heute Abend. Insbesondere meinem Mitarbeiter Herrn Lottmann, der den Kontakt zu unserem heutigen Hauptredner, zu unserem heutigen Referenten hergestellt hat. Und ich darf natürlich ganz herzlich auch Herrn Bakera begrüßen. Herr Bakera ist Chef der Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft, die diesen heutigen Abend sponsert und für Speis und Trank gesorgt hat. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Bakera. Und natürlich, Herr Bakera, darf ich Ihnen kurz das Wort erteilen, um sich und Ihre Gesellschaft kurz vorzustellen. Bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, also ich glaube, die Gesellschaft braucht nicht besonders vorzustellen. Wir haben hier die Deutschlandjournale von uns und Sie, ich glaube, ein Teil von Ihnen ist sowieso über die Adressen der SWG hier hingekommen. Und im Übrigen, wer sie nicht kennt, der kann sich anhand dieser Deutschlandjournale über uns informieren. Jede Warmperiode bisher, also vor der Industriezeit, war ein Klima, so hieß es jedenfalls, ein Klimaoptimum. Das Mittelalterliche vor 800 Jahren, das brachte immerhin Wein auch in Skandinavien. Doch die heutige Erwärmung heißt Klimakatastrophe. Um sie abzuwenden, seien von den 0,04% des CO2 der Luft die menschengemachten 3 oder, Herr Dr. Wilberg sagt, könnten noch mehr sein, Prozent so drastisch zu verringern, dass die Erwärmung auf maximal 2 Grad begrenzt werden kann. Nur ein fester Ausgangswert wird dabei nicht genannt. Auf dieser Grundlage werden dann besonders in Deutschland mit totalitärem Anspruch Maßnahmen verlangt, welche für unsere Volkswirtschaft zerstörerisch sind. Wem Deutschland am Herzen liegt, wie den Mitgliedern und Freunden der bald 60-jährigen Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft, muss sich für eine offene und rationale Diskussion einsetzen und sich dafür auch selbst sachkundig machen. Deshalb danke ich Herrn Dr. Wildberg, oder beziehungsweise ich danke Ihnen, Herr Dr. Wildberg, der Sie ja selber Fachmann sind, und vor allem Ihrer Truppe sehr herzlich, dass wir heute hier im Bundestag uns eben sachkundig machen dürfen. Und ich freue mich sehr, Herr Dr. Lüning, dass Sie mit Ihren großen Meriten in dem Bereich heute unser Lehrmeister sein wollen. Herzlichen Dank. Applaus
Ja, meine Damen und Herren, der Herr Baqueira hat es schon angesprochen. Bei dieser ganzen Klimadiskussion herrschen Worte wie Klimaleugner, Klimaalarmist und Ähnliches vor. Ich habe schon bei den ersten Sitzungen des Bundestages nach der Bundestagswahl nicht nur ich, sondern auch einige Kollegen eine klasse Auszeichnung erhalten vom politischen Gegner, indem sie uns oder mich als Klimarassisten bezeichnet haben. Und das ist natürlich schon, ich betrachte das jetzt mal einfach als Auszeichnung, und das war für mich der Hinweis, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind. Wir haben, und ich gerade auch insbesondere als Naturwissenschaftler, der eher ideologiearm, sagen wir mal, gebildet wurde, habe mir vorgenommen, einer Ideologie nicht unbedingt eine Anti-Ideologie mit aller Gewalt entgegenzusetzen, sondern nur zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen. Eine Frage zum Beispiel ist, warum funktionieren die Klimamodelle heute nicht rückwärts, wo das Klima ja einigermaßen bekannt ist? Die zweite Frage, mein Vorredner hat schon angedeutet, wenn wir die durchschnittliche Klimatemperatur auf unserem Planeten, die Erhöhung auf 1,5 oder 2 Grad, wie das Pariser Abkommen, nee, das Pariser Übereinkunft sagt, wenn wir das begrenzen wollen, dann müsste das doch eigentlich das Logischste sein, die Temperatur zu nennen, von der man ausgeht, von einer vorindustriellen Temperatur. Wir haben das mehrfach versucht. Ich habe das den Staatssekretär gefragt, ich habe das die Umweltministerin gefragt und keine Antwort erhalten. Das sind zum Beispiel Punkte, wo man sich wirklich fragt, hier ist irgendetwas völlig schiefgelaufen. Diese Diskussion um diesen vermeintlich anthropogenen Klimawandel hat sich so verselbstständigt und hat ideologische Formen angenommen, dass die Ideologen kaum noch ohne Gesichtsverlust in der Lage sind, von ihrem hohen Ross wieder runterzukommen. Und das erschwert natürlich insgesamt das Vorhaben. Selbst wenn es falsifiziert werde, wird es immer noch einige Ideologen glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und selbst der Weltklimarat hat ja schon zurückgerudert in vieler Hinsicht. Bei einer Verdopplung des CO2-Wertes unter Atmosphäre wird die Temperatur maximal um 2 Grad steigen, so in der Größenordnung nach dem Klimaschutzbericht 2014. Das wird den Politikern aber nicht oder nur unzureichend mitgeteilt. Demnach hätten wir, ob wir jetzt weiter verbrennen oder nicht weiter verbrennen und CO2 emittieren, hätten wir eigentlich unsere Klimaziele schon erreicht, wenn man sie so definieren wollte. Und wenn man überhaupt dem CO2 zubilligt, irgendeinen signifikanten Effekt auf die globale Durchschnittstemperatur zu haben. Wie gesagt, mein persönliches Anliegen ist es hier als Abgeordneter des Deutschen Bundestages, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, diese Diskussion zu versachlichen und vielleicht auf die richtigen Fragen, die ich ja schon angedeutet habe, auch die eine oder andere richtige Antwort zu kriegen. Und deswegen freut es mich ganz, ganz besonders, dass ich einen renommierten Klimaforscher heute gewinnen konnte für unseren Vortrag. Mich freut es insbesondere, da wir beide sogar Berufskollegen sind. Wir sind beide Geologen und Paläontologen und haben gleich nach dem ersten Telefonat auch, was den Duktus, was die Unterhaltungsmöglichkeiten zwischen zwei Geologen anbelangt, gleich zueinander gefunden und waren eigentlich auch schon von der Wortwahl her ziemlich einer Meinung. Und das hat von vornherein geklappt. Und ich hatte so den Eindruck, dass Herr Dr. Lüning gerne hier heute zu uns gekommen ist. Begrüßen Sie mit einem Applaus Herrn Dr. Sebastian Lüning, meine Damen und Herren. Ja, herzlichen Dank, Dr. Wildberg, erst für die Einleitung, dann für die Einladung und auch das Team, Herr Radl und Herr Lottmann, wir haben also viel vorher gesprochen, wir haben viel vorbereitet und wir waren alle einer Meinung, wir wollen hier Fakten präsentieren. Und das sind Dinge, die wir auch gerne mit Andersdenkenden diskutieren würden. Und ich hoffe, es sind sehr viele Andersdenkende hier im Raum, die auch ein bisschen anderer Meinung sind. Und ich freue mich drauf. Ich wurde auch von Herrn Baqueira immer mit Broten schon gefüttert. Also ich kann durchhalten, wenn Sie also bis 11 oder 12 oder so Zeit haben. Wir können hier die ganze Nacht reden, aber wir wollen nur eine Stunde hier reden und sehr viel Raum für Fragen lassen. Das war auch unsere Idee.
Das Thema ist so komplex, dass man hier sich auch verheddern kann. Ich habe also bewusst nur das Thema Temperatur mitgebracht. Wir könnten auch über Stürme reden, über Dürren, über Überschwemmungen. Aber ich denke, für heute reicht die Temperatur. Und schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Viele der Abbildungen, die ich hier in dieser Präsentation habe, die habe ich gar nicht gemacht. Die kommen dankenswerterweise, und ich möchte mich wirklich bedanken, vom IPCC, dem Weltklimarat. Da arbeiten sehr viele Leute, auch Grafiker, und man kann aus den kostenlos aus dem Internet herunterladbaren Berichten sehr schöne Grafiken herausziehen. Und ja, wir haben hier die Temperaturerwärmung von 1850 bis heute. Wir sehen, ja, es ist global um etwa 1 Grad wärmer geworden, und knapp 1 Grad. Und das beschreitet auch keiner. Ich glaube, hier im Raum, da sind wir uns einig, also da gibt es eine Temperaturerhöhung. Und wenn man, also, kann ich hier was zeigen? Nein, also dann werde ich das einfach erklären. Wir sehen hier also so eine Art Treppe, und wenn Sie unten die Achse sich anschauen, so um 1977, 1980, 1975, da gibt es einen enormen Erwärmungsschub. Da geht die Treppe ganz steil hoch. Das geht dann bis knapp vor 2000, und seitdem haben wir so eine Art Plateau. Wir hatten oder einen ganz leichten Anstieg, je nachdem, welche Datenreihe man nimmt. Und wir hatten auch einen El Niño neulich, der nochmal so eine Spitze reingetrieben hat. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr diese Erwärmung, die so ungefähr ein Viertelgrad pro Jahrzehnt war. Und historisch gesehen war das wohl der Moment, wo man Angst kriegte, wo man sagte, wenn das wirklich so weitergeht mit diesem Viertelgrad pro Jahrzehnt, das wird zu viel. Und das kann man auch einsehen. Also das muss man ja dann nur mal 40 Jahre in die Zukunft denken. Das wäre auch wirklich zu viel. Aber es hat ja aufgehört. Und man sieht, wenn man zurückguckt, auch, dass es ja nie mit dieser Geschwindigkeit ständig angestiegen ist. Das Problem war nun, dass keines der Klimamodelle dieses Abbremsen hat kommen sehen. Also es wurde immer erklärt, es geht jetzt immer so weiter, und das kam aber nicht. Und insofern waren da die Modellierer gefragt, und die berechtigte Frage war, wieso hat das denn nicht hingehauen mit euren Modellen? Letztendlich geht es dann wieder um die Titelfrage, welchen Anteil von diesem knapp 1 Grad hat denn der Mensch verursacht, und was könnte vielleicht natürlichen Ursprungs sein? Das ist eine berechtigte Frage, denn wenn man das unterscheiden kann, dann kann man auch die Zukunft besser vorhersagen, wenn man wüsste, was hat denn den natürlichen Anteil bewirkt, und was ist das CO2, was ja monoton weiter ansteigt. Ja, Herr Latif, Mojib Latif, sehr berühmter, noch viel berühmter Klimaforscher, noch berühmter als ich, weil ich eigentlich gar nicht so berühmt bin. Ich habe nur das Buch geschrieben mit Herrn Farnholz zusammen 2012. Bin auch, ja, hier in die Kamera, ist ausverkauft. Sie brauchen also jetzt nicht auf Amazon zu gehen. Es gibt noch ein paar Restexemplare, aber ist nicht mehr im Buchhandel erhältlich. Als das erschienen ist, war natürlich ein großes Geschrei in der Presse. Was schreiben da zwei Leute so ein Buch? Und Herr Latif wurde gefragt, ja, wie ist denn jetzt die Verteilung? Ist die Sonne beteiligt an der Erwärmung, oder ist es vor allem das Treibhausgas CO2? Und er antwortet hier der Osnabrücker Zeitung, es ist ein Mix aus beidem. Klar ist, dass der Mensch über die Hälfte des Temperaturanstiegs seit Beginn der Industrialisierung zu verantworten hat. Das ist eine klare Aussage, die hat er gegeben. Im Umkehrschluss bedeutet das, bis zur Hälfte, also bis 49%, könnten natürlichen Ursprungs sein. Eine Aussage, ja. Wir hatten in unserem Buch geschrieben, mehr als die Hälfte der Erwärmung ist natürlich. Also bis zur Hälfte könnte anthropogen sein. Die erste Idee war, hey, wir liegen ja gar nicht so weit auseinander, wir könnten uns ja in der Mitte treffen, 50-50. Und war aber dann doch überrascht über die vielen negativen Kommentare, denn offensichtlich war 50-50 gar kein guter Kompromiss. Also Herr Latif wurde nochmal gefragt von einer anderen Zeitung, diesmal die Presse aus Österreich.
Die Presse. Zurück zur bisherigen Erwärmung. 0,8 Grad seit 100 Jahren. Für Farnhold kommt die Hälfte von der Sonne und beim IPCC kommt alles vom CO2. Und dann sagt Latif, nein, das hat der IPCC nie gesagt. Er ist sehr vorsichtig und sagt, dass etwa die Hälfte der Erwärmung anthropogen ist. Und dann die Presse, dann sagt er ja das Gleiche wie Farnhold. Ja, das ist es ja, was mich wahnsinnig macht. Da wird ein Popanz aufgebaut und dann genüsslich zerrissen. So, also angeblich sagen wir genau das Gleiche, was der IPCC gesagt hat. Und trotzdem hat man uns so auf uns eingeschlagen. Irgendwas passt da jetzt nicht zusammen. Ja, dann kam der 5. Klimazustandsbericht heraus vom IPCC 2013. Dort steht in der Tat der folgende Satz. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass mehr als die Hälfte des beobachteten Anstiegs der Oberflächentemperatur in den letzten 60 Jahren durch den anthropogenen Anstieg der Treibhauskonzentrationen zusammen mit anderen anthropogenen Antrieben verursacht wurde. Und dann kommt aber schon der nächste Satz. Die beste Schätzung, also das, was wir wirklich glauben, des vom Menschen verursachten Beitrags zur Erwärmung entspricht etwa der beobachteten Erwärmung in diesem Zeitraum. Oder anders gesagt, die gesamte Erwärmung ist vom Menschen verursacht. Also man muss diese Berichte wirklich lesen, um auf diese logischen Diskrepanzen zu stoßen. Also erst wird gesagt, es könnte also bis zur Hälfte Natur sein. Dann wird gesagt, aber wir glauben das nicht, die gesamte Erwärmung ist anthropogen. Und unten links auf dieser Grafik sehen Sie jetzt die Klimatreiber und auch die Erwärmung, die eingetreten ist. Unten sehen Sie die Temperaturachse von minus 0,5 bis 1 und zu dem Zeitpunkt war die Erwärmung noch 0,8 Grad. Das ist also dieser schwarze Balken. Und es geht darum, was hat diese Erwärmung erzeugt? Je länger jetzt so ein Balken ist, desto stärker hat er also zu dieser Erwärmung beigetragen. Sie sehen in grün die Treibhausgase, die sollen sogar noch mehr erwärmt haben als das, was gemessen wurde. Dazu muss man dann also wieder einen Teil von diesem Overshoot von diesen zusätzlichen Erwärmungen abkühlen. Und zwar macht man das mit Aerosolen, Schwefeldioxid. Das ist die gelbe Kurve, die jetzt nach links zeigt. Also die muss jetzt einen Teil dieses grünen Balkens wieder nach unten drücken. Und zusätzlich, und das alles aufsummiert, gibt dann den orangen Balken, wo man sagt, das ist der anthropogene Anteil und das ist genau das, was ja an Temperatur hochgegangen ist. Und jetzt kommen wir zu den natürlichen Antrieben. Was sagt der IPCC da? Das ist das, was Sie gar nicht sehen können. Das ist dieser ganz, ganz kleine, ich weiß nicht, ob er blau ist, Mini-Balken mit dem Fehler da dran. Im Prinzip weiß man noch nicht mal, ob die Natur gekühlt oder gewärmt hat. Jedenfalls ist es so klein, dass es vernachlässigbar ist. Das ist das, was der IPCC veröffentlicht hat. Und Herr Latif wusste es nicht. Ja, jetzt, der IPCC arbeitet immer weiter. Es gab einen neuen Bericht, Spezialbericht zum 1,5-Grad-Ziel. Und es ist vor ein paar Monaten erschienen. Und dort steht jetzt drin, dass die gesamte Erwärmung wieder durch den Menschen gemacht wurde. Und also da ist gar keine Rede mehr von natürlichen Antrieben. Insofern sitzen wir jetzt als Geologen da und sagen, dann müsste ja, wenn die Natur wirklich keine Wirkung hat beim Klima, dann müsste ja die gesamte vorindustrielle Zeit monoton ein Klima gehabt haben. Denn wenn wir, ich gehe nochmal zurück, in den Balken, Sie sehen ja der Antrieb, ne, das ist dieser Balken, den man nicht sieht bei den natürlichen, das soll ja im Prinzip der Motor sein, aber er ist so schwach. Also eigentlich sollte es gar keinen vorindustriellen Klimawandel geben, wenn man dieser Logik folgt. Und das schreibt dann auch der IPCC in seinem 1,5-Grad-Bericht. Solar und Vulkane, die waren so schwach, im Prinzip vernachlässigbar. 0,1 Grad plus minus könnten sie verursacht haben, aber man weiß auch nicht, ob gekühlt oder gewärmt. Das steht alles in diesen Berichten drin, die so lang sind, dass man eigentlich gar keine Lust hat, da richtig reinzugucken. Und in die Zusammenfassung für Politiker kommt das auch nicht unbedingt rein und schon gar nicht in die Pressemitteilung. Deswegen muss man da leider immer selber reingucken.
An dem Punkt muss man sich dann noch mal vor Augen führen, was ist denn eigentlich dieser IPCC, der Intergovernmental Panel on Climate Change? Der Artikel, ob das der, die, das ist, das ist nicht ganz klar. Jeder sagt so seine Version, ich sage immer der IPCC, aber andere sagen das. Gegründet 1988 in Genf von Umweltprogramm der Vereinten Nationen, da war auch die Weltorganisation für Meteorologie mit beteiligt. Und jeder im Prinzip, der eine Ausbildung, Naturwissenschaft oder eine andere Ausbildung besitzt, könnte theoretisch an diesen Berichten des IPCC mitschreiben. Man muss sich über die nationalen IPCC-Büros bewerben. Und die Auswahl geschieht dann aber nicht gerade sehr transparent. Also man bekommt dann einen Brief, schade, Sie sind wieder nicht dabei. Und es sind die Altbekannten, die meist mitmachen dürfen. Insofern ist das der Schritt, wo die Kritiker ausgeschlossen werden. Also sie werden niemals einen Kritiker im Autorenkollektiv des IPCC finden, weil an der Stelle der Autorenauswahl schon ein Riegel vorgeschoben wird. Wer aber dabei ist, und das geht ganz offen, sind Aktivisten von WWF, Greenpeace und anderen Organisationen. Es gibt da eine Suchfunktion bei den Berichtsautoren. Man kann das auf Greenpeace und WWF mal durchlaufen lassen und man findet sie. Und das ist in Ordnung. Obwohl ja das eigentlich ein Schiedsrichtergremium sein soll, das die Literatur auswerten soll zum Klimawandel. Offenbar sind da auch einige Spieler von den Teams mit dabei bei diesen Schiedsrichtern. Das ist demokratischer Sozialismus. Das gibt sogar ein Fachwort dafür, das ist gut. Ja, und sehr effektiv, ne? Weil so hält man seinen Laden sauber, indem man einfach die Leute, die anderer Meinung sind, gar nicht mitmachen lässt. Aber man darf Gutachter sein und jeder kann sich bewerben und das ist auch relativ einfach, Gutachter zu werden. Nun kann man also die Entwürfe dieses IPCC-Berichts, die kriegt man schon vor der Veröffentlichung, mehrere Monate, den ersten Draft, den zweiten Draft. Und dann kann man dann sehr viele kritische Kommentare abgeben. Aber leider werden sie in der Regel ignoriert. Und es gibt da auch keinen richtigen Rechenschaftsbericht. Also wenn man dagegen ist, dass sie ignoriert werden, dann gibt es da auch kein richtiges Ventil, um das zu sagen. Es ist auch alles, man ist zum Stillschweigen, darf nichts darüber sagen, man darf nichts zeigen. Der IPCC-Bericht zum 1,5-Grad-Ziel, der ist im Oktober rausgekommen. Und die Gutachterkommentare, die werden erst in ein paar Wochen im Februar veröffentlicht. Also auch die Zeitlichkeit ist da irgendwie nicht richtig gegeben, denn man sollte doch dann sofort nach Veröffentlichung des Berichts eigentlich die Möglichkeit haben, in diese Gutachterkommentare reinzuschauen. Okay, also wir haben hier ein Paradoxon. Auf der einen Seite spielen laut IPCC die natürlichen Klimafaktoren gar keine Rolle. Man darf nicht gar keine sagen, weil es ja immer noch dieses ganz kleine bisschen gibt. Also man muss da sagen, vernachlässigbare Rolle. Und jetzt weiß ich aber, als jemand, der die paläoklimatologische Literatur sehr ausführlich studiert hat, es gibt sehr, sehr starke vorindustrielle Klimaschwankungen. Und wir reden jetzt nur über die letzten 10.000 Jahre. Wir müssen gar nicht in die Eiszeiten rein. Wir müssen nicht in die letzten 100 Millionen oder eine Milliarde Jahre, also die letzten 10.000 Jahre, das ist das Holozän, die Nacheiszeit, das ist einigermaßen vergleichbar mit dem, was wir jetzt haben. Und wir haben enorme natürliche Klimaschwankungen, die durch den IPCC, durch die Modelle nicht erklärt werden können. Das müsste alles Rauschen sein. Dann müssten wir uns fragen, ist denn vielleicht die aktuelle Erwärmung auch Rauschen? Also, ist dieses große Paradoxon, das wir auflösen müssen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wurde schon eingeführt. Ich bin Geologe, habe in Göttingen studiert, habe in Bremen promoviert, habilitiert. Normalerweise rede ich nicht über meine Studienpreise, denn das Geld ist auch schon ausgegeben. Man muss das auch nicht drüber reden, aber vielleicht bedeutet es auch, dass man mir früher vertraut hat, das, was ich gemacht habe, hatte Hand und Fuß. Vielleicht ist das ja immer noch so. Also auf jeden Fall versuche ich
auf der technisch und fachlich korrekten Linie zu bleiben. Und das ist immer eine, man ist natürlich immer irgendwo ein bisschen verführt, hier und da abzuweichen. Aber das ist das Wichtige in der Wissenschaft, dass man wirklich sauber bleibt, dass man da nichts reinschreibt, was man gerne hätte, was man aber nicht beweisen kann. So, ich bin dann eine Zeit durch die Gegend getingelt als Postdoc, Bremen, London, Oxford, Manchester, Wien. Bin jetzt seit 2007 in der Energieindustrie, Öl und Gas. Und ich bin heute hier, ich habe Urlaub in Berlin gemacht. Und meine Frau war auch nicht so erbaut, ne, weil das ist ja wieder ein Urlaubstag, der von der Familie weggeht. Aber ich glaube, es war wichtig genug, hierher zu kommen. Also ich bin hier als Privatmann und die Forschung, die ich betreibe, ist auch eine Privatforschung. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Im Moment bin ich sehr stark beschäftigt mit einer Klimakartierung der mittelalterlichen Klimaanomalie, auch mittelalterliche Wärmeperiode genannt. Die wurde schon eingeführt, ne, als es dann Weinanbau in England gab. Und wir haben schon Publikationen zu Afrika, Südamerika gemacht. Ich selber habe auch mit Herrn Farnholz zusammen Publikationen zum 1,5-Grad-Ziel gemacht. War als Gutachter für die IPCC-Berichte tätig. Ich wollte mit einigen Aussagen hier berühmter Leute auch nochmal den Hintergrund ein bisschen ausleuchten. Warum ist das so wichtig, dass man auch in die Vergangenheit schaut? Unsere Wissenschaft ist empirisch, das ist jetzt der Karl Friedrich von Weizsäcker. Unsere Wissenschaft ist empirisch, nur soweit Erfahrung möglich ist, ist Naturwissenschaft möglich. Erfahrung heißt, dass man aus der Vergangenheit für die Zukunft, aus dem Faktischen für das Mögliche lernt. Ja, da ist was dran. Ein unbekannter Autor sagte, du weißt nicht, wohin die Reise hingeht, wenn du nicht die Orte kennst, an denen du bereits gewesen bist. Geht alles wieder so als Geologe zurückschauen, um das zu verstehen. Vielleicht sehe ich Muster, die auch heute noch aktiv sind. Und das ist ja meine Diagnose, die ich versuche zu belegen. Der IPCC leidet unter klimahistorischer Kurzsichtigkeit, ignoriert wichtige natürliche Muster aus der Vergangenheit. Ich habe das unterteilt in verschiedene Skalen, in verschiedene Auflösungen. Zunächst gucken wir die letzten 150 Jahre an. Das ist der Zeitraum, für den Messungen vorliegen. Und wir hatten ja eine ähnliche Abbildung hier schon gesehen. Ich habe jetzt ergänzt die Treppenstufen. Und man muss zugeben, einige dieser Treppenstufen gehen auch wieder runter. Die letzten 160 Jahre, ab 1850, die roten Bereiche, das sind die Jahrzehnte, wo es sich erwärmt hat. Und da steht dann auch die Rate. Und der erste Bereich hier, Ende des 19. Jahrhunderts, 0,16 Grad pro Dekade, pro Jahrzehnt. Und dann haben wir Anfang des 20. Jahrhunderts eine weitere Erwärmungsperiode. Da haben wir 0,15 Grad pro Dekade. Und die allerletzte, die wir jetzt hatten, die so ungefähr um 2000 aufhörte und dann in einen Slowdown mündete, da hatten wir eine Erwärmungsrate von 0,18 Grad pro Dekade. Und es gab einen Phil Jones, es gibt einen Forscher, Phil Jones, aus England von einem Institut, und der wurde gefragt, sind die statistisch unterschiedlich, diese Anstiegsraten? Und er sagte, nee, die kann man statistisch nicht voneinander unterscheiden. Natürlich, die letzte, die ist ein bisschen stärker, aber wir sehen im Prinzip dreimal das Gleiche und dazwischen sind diese Abkühlungen oder zumindest so eine Art Plateau. Und jetzt kann man wieder sich überlegen, was hat denn eigentlich diese Phasen verursacht? Und einige von Ihnen kennen vielleicht die Ozeanzyklen, PDO, Pazifisch-Dekadische Oszillation. Das ist nichts, was ich erfunden habe. Das ist etwas, was etabliert ist in der Wissenschaft. Und wir sehen unten Phasen, wenn es nach oben geht, also rot, dann ist das die positive PDO-Phase, und wenn es nach unten geht, vor allem blau, das ist die kalte PDO-Phase. Und man sieht, das passt sehr schön. Immer wenn diese Pazifik-Ozean-Zyklik negativ wird, dann hört die globale Erwärmung auf oder verlangsamt sich. Und wenn diese PDO nach oben ausschlägt, das ist wie so ein Pulsschlag, ne? Die hat eine Periode von 60 Jahren.
Also 30 Jahre kalt, 30 Jahre warm. So. Und da ist also jetzt, ob man jetzt Skeptiker oder Alarmist oder einfach nur Wissenschaftler ist, ich glaube, man sieht es sehr gut. Also da kann man, es ist auch anerkannt, es ist publiziert worden in den letzten Jahren, dass da ein Zusammenhang mit den Ozeanzyklen ist. Nur noch mal zur Erklärung dieser Zyklik, was hier passiert, das ist der Pazifik, den wir hier sehen, und wir sehen als blauen Fleck oben links ein Gebiet, ein Ozeangebiet, das kalt ist, und ein bisschen weiter südöstlich Richtung Äquator sehen wir ein rotes Gebiet. Das ist die positive PDO-Phase. Und wenn sich das jetzt umkehrt, wenn Sie rechts ins Diagramm reingehen, die negative, ist es andersherum. Das eine Gebiet, das früher kalt war, wird jetzt warm, und das Warme wird kalt. Und das kann man als Zyklik auftragen, und mehr ist das auch nichts. Wurde erst 1996 entdeckt. Das wundert natürlich, so was Fundamentales, hoch anerkannt. Und zwar hatte jemand einfach die Lachsvorkommen vor der Westküste der USA studiert und hat also einfach mal diese Zyklik gefunden. Da war der erste IPCC-Bericht natürlich schon lange raus. Der war 1991, und der zweite ja, wahrscheinlich auch. Also das ist etwas, was noch gar nicht, das ist gerade 20 Jahre her, ne, dass das entdeckt wurde. Und das scheint jetzt der Impulsgeber für die Erwärmung und für die Abkühlung unseres Klimasystems zu sein. So, und weil das eine Zyklik ist, kann man jetzt ein bisschen damit spielen. Die obere Grafik kommt aus unserem Buch. Und man sieht die Skala von 1900 bis 2120. Der erste Teil, das ist im Prinzip das, was gemessen wurde, von 1900 bis 2010, 12. Und man sieht, die oben sind die positiven und nach unten, das sind die negativen Phasen dieser Zyklik. Und dann habe ich einfach mal das verdoppelt und habe das hinten wieder dran gestellt. Und wenn Sie genau gucken, dann sehen Sie, das ist genau das Gleiche, aber einfach so als Zyklik mal in die Zukunft gesponnen. Und da sieht man, dass die Zeit bis in die 2030er Jahre eine kalte Periode sein sollte, gemäß dieser Zyklik. So, und wir wissen ja auch schon, dass seit 2000 dieser enorme Anstieg nicht mehr da ist. Das ist im Prinzip der Beginn dieser blauen negativen PDO-Phase. Was jetzt passiert ist, und das ist 2015, 16 passiert, das ist dieser starke El Niño. Der El Niño, das ist so ein Phänomen auch im Pazifik, der lässt die globalen Temperaturen nach oben schießen, und der wird auch in der PDO sehr, sehr stark deutlich. Also im Prinzip haben wir so einen Zacken. Wenn Sie jetzt ein bisschen nach links gucken, dann sehen Sie, immer hat es in diesen blauen Phasen auch diese Zacken nach oben gegeben. Zum Beispiel so um 1960, kurz vor 1960, da sehen Sie auch so eine Zacke. Ich denke, genau so eine Zacke ist das. Wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass diese PDO jetzt wirklich übernimmt und entsprechend die Erwärmung entweder ja, weiter auf dem Plateau bleibt oder sogar eine Abkühlung, eine leichte, einsetzt. Zumindest wird es sich jetzt nicht mehr so stark erwärmen wie zwischen 1980 und 2000. So, und das sind jetzt einfach so Weiterentwicklungen der Muster, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Da braucht man jetzt kein Astrophysiker zu sein. Ich bin selber jetzt gespannt. Also dieser El Niño hat mich natürlich wirklich geärgert, aber so ist das Klimasystem. Es kommt halt immer mal wieder, und wie wir sehen, es gab sie auch in der Vergangenheit. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir hier operieren. Es sind keine absoluten Prognosen. Ne? Das geht ja gar nicht. Ja, und entsprechend kurz nach unserem Buch, aber nicht inspiriert durch unser Buch, leider, ne? sind hier Publikationen erschienen, die genau das sagen. Leute, diese Zyklik in der Erwärmung ist zum großen Teil von den Ozeanzyklen gesteuert. Und hier wird von 40% nur durch diese Ozeanzyklen gesprochen. Der IPCC hat aber die gesamte Erwärmung durch anthropogene Treibhausgase schon eigentlich festgelegt. Also da ist etwas, 2013, das sind vor 6 Jahren. Also vor 6 Jahren, das passiert alles jetzt. Uns wurde gesagt, Science is settled, alles fertig. Das sind grundlegende Dinge, die natürlich jetzt nicht gut in die Geschichte passen, aber die publiziert sind. PNAS ist auch keine schlechte Zeitschrift. Das ist eine hoch angesehene Zeitschrift, in der auch der Herr Schellenhuber sehr fleißig publiziert.
die Fakten selber überprüfen. Man ist ja sehr oft abhängig von, was Journalisten oder andere Leute einem sagen. Zum Glück gibt es ja mit dem Internet heute die Möglichkeit, sich selber sehr viel anzuschauen. Hier gibt es eine Webseite, die sollten Sie sich unbedingt merken, woodfortrees.org oder einfach woodfortrees, das kann man sich merken, googeln und dann kommt er da drauf. Komischer Name, aber man kann hier, wenn Sie auf interaktiv klicken, alle Temperaturdaten selber plotten und genau da bitte drücken. Und dann kommt zum Beispiel sowas raus. Man, oben rechts kann man sich den Temperaturdatensatz aussuchen. Es gibt da verschiedenste, wie beim Boxen gibt es verschiedene Weltverbände. Und das hier sind jetzt Satellitendaten von der University of Alabama in Huntsville. Und die sind noch sehr vertrauenswürdig. Was wir hier sehen, ist die Zeit von 1997. Man kann das schön einstellen. Ich möchte das von 1997 bis jetzt geplottet haben. Und dann sieht man den El Niño von 1998, also eine starke Erwärmungsspitze. Dann ist es ein bisschen abgesackt und ist auf diesem Plateau verharrt. Und 2015 ist dann der nächste El Niño gekommen und hat nochmal diese Rakete nach oben geschickt. Wir sind jetzt aber schon wieder auf dem Niveau von 2003. Also das darf man auch nicht vergessen. Insgesamt gibt es natürlich einen leichten Anstieg, muss man auch akzeptieren. Deswegen kann man auch mit Slowdown das schöner beschreiben, sonst kommt sofort jemand, ah, das ist ja kein Plateau. Das ist ja, ja, es ist, kommt ja auch gar nicht drauf an, ob es genau ein Plateau ist oder es geht um die Rate. Es geht um, sind es noch 0,18 Grad pro Dekade oder nicht? Und es sind sie garantiert jetzt nicht. Ja, der El Niño ist also abgeflaut und ja, im Prinzip ist jetzt die große Frage, kommt jetzt dieser PDO-Effekt die nächsten 20 Jahre, wo es jetzt weiter runtergeht? In der Vergangenheit ist es immer wieder runtergegangen. Ist eine spannende Geschichte. Ja, dazu kommt jetzt also das, was wir vor ein paar Wochen in der Zeitung gelesen haben, das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Temperaturmessung. Die Temperaturmessung in Deutschland hat ja, so 1850 oder so begonnen, 1880 ist hier aufgetragen. Das ist knapp nach dem Ende der kleinen Eiszeit. Also das muss man auch mal dazu sagen, die kleine Eiszeit war die kälteste Phase der gesamten letzten 10.000 Jahre. Ja, und wir vergleichen unsere Werte von heute im Prinzip mit dem Ende dieser wirklich anormalen Kaltphase. Und also diese Logik ist anormal, das zu machen. Denn wir sollten uns doch wirklich, wie Dr. Wildberg schon sagte, mal fragen, was ist denn eigentlich eine Durchschnittstemperatur für die letzten 2000 oder 10.000 Jahre? Das sollte doch eigentlich unser Maß sein, mit dem wir vergleichen, nicht eine anormale Kaltphase. Gut, also wir haben einen neuen Rekord erreicht, 10,5. Es ist in der Tat warm gewesen letztes Jahr und wir sehen auch hier, es gibt also in den späten 1980er Jahren ich weiß nicht, ob Sie die Skala sehen können, also diesen enormen Temperatursprung. Also es war ein ganz tiefes Niveau und dann springt die Temperatur in Deutschland auf ein neues Niveau. Und wenn man das dann vergleicht mit anderen Ozeanzyklen, das ist die NAO, die Nordatlantische Oszillation, genau an der Stelle hat die NAO einen riesen Bauch nach oben. Habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich schon weiß, dass das schon viel zu kompliziert ist. Ich will ja hier auch so ein bisschen anregen, da vielleicht selber ein bisschen noch nachzugraben. Ja, was war denn noch letztes Jahr? Wir hatten auch das sonnenreichste Jahr der gesamten Messgeschichte. Das hat der Deutsche Wetterdienst fairerweise auch dazu gesagt, aber das bedeutet ja auch etwas. Also eine Wolke, die schirmt ja auch den Erdboden ab gegen die Sonne. Das heißt, wenn eine Wolke, wir liegen im Schwimmbad, eine Wolke kommt, dann wird sofort ein bisschen kälter. Wir kennen das ja. Wir hatten sehr, sehr wenig Wolken letztes Jahr. Hat das CO2 diese Wolken vertrieben? Wie hat es das gemacht? Das können die Modelle uns noch nicht. Also irgendwo ist es logisch, dass es das heißeste Jahr ist, wenn ich die wenigsten Wolken habe. Wie hat das CO2 das gemacht? Ja, und jetzt kann man auch mal die Wolkengeschichte auf längere Zeit anschauen. Und hier gibt es eine Sonnenscheindauerkurve für die Zugspitze. Da ist schon sehr lange eine Messstation drauf. Und man sieht hier sehr schön, wie die Sonnenscheindauer in den letzten 120 Jahren
stark nach oben gegangen ist. Also wir hatten hier um 1900 noch 1600 Stunden Sonnenschein. Heute haben wir schon 1900. Und ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal unprofessionell zurückgehen. Wir haben hier kein, doch 2015, das sind wahrscheinlich, ja, Sonnenscheinstunden, ne? 2015. Also wir hatten 2015 Stunden, 1900 hätten wir jetzt erwartet von diesem Sonnenscheinplateau. Aber jetzt könnte man sagen, brauche ich jetzt das CO2 dafür? Also wenn ich jetzt die Wolken systematisch wegnehme, Stück für Stück, dann ist es doch logisch, dass es wärmer wird. Ich müsste doch jetzt eigentlich alles daran setzen, zu verstehen, was hat die Wolken hier vertrieben. Ich sage auch, es kann ja auch mit dem CO2 zusammenhängen, aber wir haben es nicht verstanden, wie das jetzt ist. Es könnte ja auch was anderes sein, zum Beispiel die Sonne. Ne? Gut, also es wird immer gesagt, es ist ganz klar, die Temperatur ist angestiegen, das CO2 ist angestiegen. Das muss ja zusammenhängen. Aber es ist noch was anderes angestiegen. Und das ist die Strahlkraft der Sonne. Wir sehen das hier unten rechts. Die Zeitachse hier ist von 1600 bis 2000. Die anderen, die sind ein bisschen kürzer. Aber im Prinzip sehen wir in allen drei Parametern, Temperatur, CO2 und Sonne, einen Anstieg in den letzten 150 Jahren. Jetzt kann man sagen, ja, die Sonne spielt nicht mit. Weil wir wissen ja schon, dass sie eigentlich keine Klimakraft hat. Aber sind wir wirklich so sicher? Letztendlich müssen wir, wenn wir jetzt ergebnisoffen vorgehen, sagen, okay, wir haben zwei Kandidaten. CO2 kann es gewesen sein oder Sonne. Andersrum geht es nicht. Die Temperatur kann nicht die Sonne angetrieben haben. Ne? Man könnte jetzt wieder rangehen und sagen, 50-50 vielleicht. IPCC macht sich das leicht und sagt, das ist alles CO2. Dann ist es also ein reiner Zufall, dass die Sonne in den letzten 150 Jahren immer stärker geworden ist. Wir sehen hier nicht unbedingt die Sonnenflecken, wir sehen hier das Magnetfeld. Und die Sonnenaktivität spiegelt sich in vielen Parametern wider. Eins ist halt diese Sonnenflecken, die man so schön beobachten kann, aber es gibt auch die kosmische Strahlung, die wiederum ein Maß für dieses Magnetfeld darstellt. Und da sehen wir ganz deutlich, wie stark die Sonne geworden ist. Ja, und Nature, keine schlechte Zeitschrift, ein Professor Solanki hat 2000, Max-Planck-Institut bei Göttingen, hat hier ein Paper gemacht. Und das ist die Sonnenaktivität, umgerechnet in die Sonnenflecken. Und wir sehen die letzten, ja, 12.000 Jahre. Das ist das gesamte Holozän. Und dieser rote Abschluss bei Null, also Null Jahre vor heute, das ist die stärkste oder eine der stärksten Intensitäten der Sonne, die wir in den letzten 10.000 Jahren hatten. Also ist das nicht so ein bisschen Zufall, dass das gerade jetzt passiert, wo wir auch diesen Erwärmungsschub haben? Die Autoren dieses Papers haben natürlich keinen Bezug zur Temperatur hergestellt, aber das brauchen sie auch gar nicht, denn wir nehmen uns jetzt die verschiedenen Elemente und brainstormen hier ein bisschen, wie könnte das zusammenhängen? Also laut IPCC ist es absoluter Zufall, dass die stärkste Sonnenaktivität des Holozäns mit unserer aktuellen starken Erwärmung zusammenhängt. Ja, aber Korrelation bedeutet nicht immer Kausalität, das wissen wir. Es gibt da eine sehr schöne Webseite, die hier unten aufgetragen ist. Und hier würde, Sie sehen, die rote und die schwarze Kurve, die passen sehr gut zueinander. Aufgetragen ist hier der Pro-Kopf-Verbrauch von Mozzarella-Käse gegen die Anzahl der Doktorabschlüsse in der Ingenieurskunst. Ich weiß nicht, ob das für New York weltweit oder so ist, aber passt ziemlich gut zusammen. Also da muss irgendwo ein Zusammenhang bestehen. Ne? Nur mal um aufzurütteln, dass diese Attribution, diese Zuordnung nicht so trivial ist, wie manche Leute sich das vorstellen. Es ist aber auch so, es gibt viele Stimmen in der Klimadebatte und auch auf allen Seiten im Prinzip. Und oft wird gesagt, naja, es geht ja hier nur um 2 ppm pro Jahr vom CO2, das sich in der Atmosphäre anreichert. Das ist doch so wenig, parts per million, das ist doch nicht so viel. Das ist auch ein bisschen zu kurz gedacht. Wenn Sie das mal in Zyankali umrechnen und 0,2 Gramm Zyankali nehmen, dann ist man auch ziemlich schnell tot. Also diese Einheiten und die Mengen, das
ist nicht unbedingt sofort die Antwort, ob etwas stark oder nicht so stark wirkt. Es kommt da auch auf die Verstärker an. Und hier müssen wir sagen, mathematisch oder vom Arrhenius-Prinzip her, das wird auch von einigen angezweifelt, aber lassen Sie uns das mal gelten lassen, beträgt die Erwärmungswirkung des CO2 1,1 Grad Celsius pro Verdopplung des CO2. Das ist so ein logarithmischer Zusammenhang. Ich muss immer verdoppeln, um einen bestimmten Erwärmungsbeitrag rauszubekommen. 1,1. Aber der IPCC sagt nun, hey, es liegt irgendwo zwischen 1,5 bis 4,5 die CO2-Wirkung. Und dabei kommen Verstärkerprinzipien, Mechanismen ins Spiel. Wenn man bis zu diesen 4,5 möchte, und das ist eine wahre Klimakatastrophe, dann haben wir dreimal so starke oder viermal so starke Verstärker drin wie das Originalsystem, das Originalsignal. Also der IPCC arbeitet hier mit starken Verstärkern, die er aber bei der Sonne nicht gelten lässt. Und das ist das Ungerechte, möchte ich fast sagen. Die Änderung der Sonnenaktivität ist auch relativ gering. Das ist ja ein Watt pro Quadratmeter. Jetzt weiß man nicht, was das genau bedeutet, aber es ist relativ wenig. Aber auch das kann natürlich verstärkt werden durch Mechanismen in der Stratosphäre, vermutet man mittlerweile. Ozon, die Wolken, Henrik Svensmark mit seinem Wolkenverstärker. Und die Wolken, die haben wir ja schon vorhin gesehen, die spielen irgendwie da eine Rolle. Also auch hier können wir eine schöne Verstärkung bekommen, aber das akzeptiert der IPCC nicht und sagt, haben wir noch nicht gerechnet und glauben wir nicht. Und dann wird also fast ein kindisches Spiel mit Achsen betrieben. Sie sehen, CO2 steigt an, Sonne steigt an, aber ich kann das natürlich auch stauchen. Dann sage ich, sehen Sie, spielt keine Rolle. Ne? Das sowas ist kindisch, ne? Weil wir wissen ja, dass man das auch wieder entzerren kann. Und dann sieht man ja, dass es eigentlich ein ganz schöner Anstieg ist. Und wenn ich dann mit Verstärkern arbeite, dann kann ich auch ein schönes Klimasignal daraus kriegen. Ja, gut. Die Sonne und ihre Klimawirkung wird generell gerne abgestritten. Aber es gibt eine enorme Literatur zu dem Thema. Sie müssen sich da nur mal in die Fachzeitschriften reinbegeben. Fast wöchentlich gibt es eine neue Arbeit, die irgendwo auf der Welt wieder eine Fallstudie publiziert, wo die Sonne der Antrieb gewesen sein muss, weil das sind Studien über die vorindustrielle Zeit. Zusammen mit einigen Kollegen, muss ich mal gucken, ja, okay. Zusammen mit zwei Kollegen, mit Herrn Laurenz und Herrn Lüdecke, haben wir uns den Regen vorgenommen. In Deutschland. Und das hier, was wir hier sehen, ist der Regen aus dem Februar in Deutschland seit 1880. Auch eine sehr schöne Webseite, die der Deutsche Wetterdienst da anbietet. Unten sehen Sie das. Und Sie sehen auch, dass es immer hoch und runter geht. Also der Regen im Februar, der war nicht konstant. Ne? Der hat immer geschwankt. Und jetzt, wenn man das so sieht, tja, dann sagt man, zuckt man mit den Achseln und sagt, so ist es halt. Ne? Aber man kann das ja auch noch ein bisschen filtern. Und das haben wir gemacht. Und Sie sehen den Regen jetzt in Blau, blaues Wasser, ab 1900. Und dann kommt diese schöne blaue Kurve raus, die irgendwie so eine Zyklik hat. Wir haben dann einfach mal die Sonnenflecken drüber gelegt, den 11-Jahres-Zyklus der Sonne. Und Potzblitz. Ne? Da in weiten Strecken läuft das parallel. Und dann gibt es immer mal wieder Aussetzer, wo irgendwo das Ding aus dem Takt kommt. Der Februarregen in Deutschland scheint einen engen Bezug zur Sonnenaktivität zu haben. Aber das findet man nur, wenn man wirklich die ganzen Daten nimmt. Und es ist wirklich verteufelt. Im Januar gibt es den Bezug nicht, im März gibt es ihn nicht, aber im Februar. Da muss irgendeine Wettersituation sein, wo die Sonne... Den Schalter? Ja. Ach, Schaltjahr, nee. Ja, haben wir ausgeschlossen. Nein, das kann, genau. Ist, nee, genau.
Aber also genau, und deswegen muss man solche Dinge auch diskutieren. Manchmal ist auch die Zeitumstellung, ne, Sommerzeit, Winterzeit und so, aber das haben wir auch hier mit berücksichtigt. Jetzt haben wir hier ein Phänomen, das nicht erklärbar ist. Also da muss jetzt auch die Wissenschaft ein bisschen hinterherarbeiten. Und wir haben das für ganz Europa gemacht und wir haben das für alle Monate gemacht. Wir haben das auskartiert und wir haben Gebiete gefunden in Europa, die zu bestimmten Zeiten von der Sonne im Regen beeinflusst wurden und wo so eine Einflusszone auch weiter wandert. Also es ist hochspannend, wurde gerade letzte Woche zum Druck angenommen worden von einem guten Journal. Also spannende Geschichte. Um das noch mal ein bisschen transparenter zu machen, um das und auch noch komplizierter zu machen, es gibt eine Zeitverzögerung. Es ist nicht so, die Sonne scheint, oder das ist ja die Sonnenaktivität, die Sonne ist stark und plötzlich gibt es im Regen ein Signal, sondern wir haben auch noch 4 bis 5 Jahre Zeitverzögerung dazwischen. Also das sind auch Dinge, die wir aus anderen Bereichen des Klimasystems kennen. Es scheint da so eine Art Verzögerungspipeline zu geben. Das ist der Atlantische Ozean vermutlich. Sie sehen oben die Sonnenfleckenzahl, wie sie offiziell veröffentlicht ist, von amerikanischen, von der NOAA oder von einem Observatorium. Und unten sehen Sie aufgeplottet den Februarregen. Und wenn Sie jetzt mal sich auf die Farbkreise mit den Pfeilen konzentrieren, immer wenn die Sonne unten war, so eine Anomalie nach unten, dann ging der Regen 4 bis 5 Jahre später hoch. Wenn die Sonne oben war, das ist der blaue Punkt danach, dann war der Regen geringer. Also es ist wirklich eine faszinierende Systematik dahinter. Wenn wir uns jetzt das letzte Jahr mal vornehmen, 2018, Februar, da begann ja unsere Dürre. Und da sehen wir, dass 4 Jahre vorher hatten wir, das ist jetzt der lilafarbene Kreis, hatten wir eine Spitze in der Sonnenaktivität. Diese Spitze hat sich dann 4,5 Jahre oder 4 bis 5 Jahre später zu einem Regenminimum in Deutschland entwickelt, weil das eine inverse Korrelation mit dieser Verzögerung ist. Hört sich alles ganz verrückt an, ist aber nicht komplett neu, weil Verzögerungen im Bezug von Sonne und Klima sind schon seit längerem bekannt, aber nun konnten wir das quantifizieren. Das hat natürlich, wir haben das weitergesponnen bis in den Sommer und wir haben im April, Juni und Juli ähnliche Bezüge, nicht ganz so stark. So können wir zum Beispiel die Dürre in Deutschland sehr schön auf dieses Solarmaximum zurückführen, das vor ein paar Jahren dort existiert hat. Ja, und auch in anderen Gegenden der Welt, hier haben wir einen großen Fluss in Südamerika, den Paraná, der dann in Uruguay dann in den Atlantik mündet. Und wir haben in Blau die Abflussrate dieses Flusses seit 1920 und dann die Sonnenflecken und alles natürlich gefiltert, dass man es vergleichen kann, passt wie Faust auf Auge. Was hier passiert ist, durch die verschiedene Sonnenaktivität werden hier Regengürtel offenbar hin und her verschoben. Also auch sehr, sehr plausibel. Die genauen Zusammenhänge müsste man dann auch mal in den Modellen wieder finden oder mal einbauen. Wir sitzen hier im Parlament und von der Politik werden im Moment sehr viele Klimaberichte beauftragt. Klimawandel in Deutschland und die verschiedenen Bundesländer haben auch ihre eigenen Berichte über die Nordsee. Sie haben alle etwas gemeinsam. Sie beginnen erst um 1850. Das ist die Zeit, wo wir Messdaten haben. Die vorindustrielle Zeit wird in all diesen staatlich beauftragten Berichten ausgespart. Und das ist eigentlich unglaublich, dass da auch noch nie einer was gesagt hat. Wir geben euch hier, ich weiß nicht, wie viel so ein Bericht kostet, 2 Millionen, aber ihr müsst bitte bis in die mittelalterliche Wärmeperiode wenigstens kommen. Oder ich möchte die letzten 10.000 Jahre. Nein, diese Berichte starten alle um 1850 am Ende der kleinen Eiszeit. Warum? Ja, weil man natürlich da sehr schön diese Erwärmung zeigen kann. Also das sind so Kleinigkeiten, die im Prinzip sehr viel bedeuten, wenn ich den Bericht schon so anlege, dass er im Prinzip nur die Wiedererwärmung nach der kleinen Eiszeit bringt, dann kann man sich den auch gleich sparen.
Und da sind trotzdem viele interessante Dinge drin. Ja, wie würde das denn eigentlich in der Menschheitsgeschichte sein, wenn wir um 1850 erst beginnen? Ne? Wenn wir so selektiv wären wie Klimawissenschaftler. Das sind ja nicht alle, es sind ja nur die Berichte schreiben. Wir würden die Römerzeit nicht kennen. Wir würden die Entstehung der Demokratie im alten Griechenland nicht mit berücksichtigen können. Das Ägypterreich, die Inka und so weiter, nicht mal Napoleon mehr dabei. Insofern, was hier passiert, wir kalibrieren unser Klima nur bis 1850 und alles, was eigentlich mindestens genauso wichtig ist, wird ausgespart. Also hier liegt irgendwo ein Systemversagen auch vor, was ich persönlich also auch bedenklich finde. Ja, und insofern wollen wir heute, uns geht es ja besser, wir sitzen hier schön gemütlich zusammen, wir gucken mal durch dieses ominöse Tor 1850, was ist denn da so Schlimmes dahinter? Warum kann man denn die Zeit davor nicht offen diskutieren? Ist da irgendwas, was unbequem ist? Ja. Nächstes Kapitel, 2000 Jahre. Ja, wir gucken jetzt durch diese Tür durch und da kommen jetzt die Geologen und auch die Geografen, die hier wirklich ganz tolle Werkzeuge entwickelt haben. Es werden Kerne gezogen aus der Tiefe des Ozeans, aus Seen, aus Mooren. Es werden Tropfsteine in Höhlen gewonnen. Es werden Moränen von Gletschern datiert, Baumringe gezählt, Isotopen in einzelligen Meeresorganismen bestimmt, Eiskerne und so weiter, Pollen. Es gibt wirklich eine ganze Bandbreite von Werkzeugen, wie wir die Klimageschichte der vorindustriellen Zeit rekonstruieren können. Die sind natürlich nicht ganz so genau wie jetzt die gemessenen Daten, aber wir kriegen immerhin doch relativ gute Informationen über diese Zeit. Also wir müssen nicht so tun, als würde man da gar nichts haben. Ja, und hier ist so eine Rekonstruktion der Temperatur für die letzten 2000 Jahre. Es gibt da eine ganze Reihe. Ich habe bewusst diese hier von Lindqvist ausgewählt, weil sie im Prinzip auch die Klimaphasen zeigt, die wir so kennen. Wir haben die mittelalterliche Wärmeperiode hier schon kennengelernt. Die Skala ist jetzt in Jahren nach Christus, von 1 bis 2000. Die moderne Wärmeperiode rechts, mittelalterlich in der Mitte und die römische Wärmeperiode links. Dazwischen zwei sehr prominente Kaltzeiten. Da ist zum einen die Völkerwanderungszeit, 500 nach Christus. Und dann haben wir die kleine Eiszeit. Wir sehen, die kleine Eiszeit geht noch mal tiefer runter, weil, wie gesagt, es ist eine der kältesten Phasen des Holozäns. Das soll unser Vergleichsmaßstab sein. Ja, man sieht schon, was ist denn die Durchschnittstemperatur der letzten 2000 Jahre? Also wir können intuitiv hier eine Linie durchlegen und wir sehen, es ist nicht die kleine Eiszeit, die hier irgendwie maßgebend ist. Okay, selbst wenn wir 1850 nehmen, das ist ja der Ausgang der kleinen Eiszeit, wir sind immer noch weit von irgendeinem Durchschnitt entfernt, noch weit unterhalb. Ja, in Deutschland gibt es leider sehr wenige Studien zum Paläoklima. Und das wundert mich auch. Wir haben eigentlich alle Gelder der Welt hier, wir haben tolle Institute, tolle Forscher. Aber warum passiert eigentlich so wenig hier in Deutschland? Und es gibt gute Ausnahmen und hier ist das Dürre Maar in der Westeifel. Und hier gibt es eine Studie, Moschen und Kollegen von 2011. Sie haben die Temperaturgeschichte anhand von Kohlenstoffisotopen in einem Torfkern aus diesem Maar rekonstruiert und fanden dabei enorme Temperaturschwankungen. Die vertikale Achse hier zeigt die Zeit, ja, die letzten 2000 Jahre. Und wir sehen die Ausschläge nach die roten, das sind die warmen, und die kalten, das sind die blauen, nach links. Und wir sehen hier um die mittelalterliche Wärmeperiode, also um 1000 herum, einen enormen Anstieg der Temperatur, der also noch deutlich höher ist, als was wir heute haben. Da ist eine Lücke dazwischen, eine Datenlücke, aber seit 1850 gibt es wieder Daten. Die heutige Zeit ist nicht so warm wie um 1000 in dieser einen Lokalität. Und man muss mal sagen, ich muss ja jetzt ganz viele Daten haben, aber es gibt in Deutschland nur zwei. Ne? Und ich meine, das kann doch nicht angehen.
Wir müssten doch eigentlich jetzt Riesengruppen rausschicken, die jetzt uns Daten für Deutschland produzieren. Die gefilterten Werte sind rechts und auch nochmal die altbekannten Klimaphasen. Römische Wärmezeit ist schön zu sehen, Kältephase der Völkerwanderungszeit, Mittelalter. Kleine Eiszeit ist hier nicht drin, weil einfach da eine Datenlücke herrscht. Da ist im Kern einfach keine Erhaltung vom Torf gewesen. Vielleicht war es auch dem Torf zu kalt, den Pflanzen. Ja, und die mittelalterliche Wärme wird auch im fünften Klimabericht des IPCC angesprochen. Es wird eingeräumt. Ja, im kontinentalen Maßstab zeigen Temperaturrekonstruktionen der mittelalterlichen Klimaanomalie mit hohem Vertrauen Intervalle von mehreren Jahrzehnten, die in einigen Regionen so warm waren wie im späten 20. Jahrhundert. Diese regionalen Warmzeiten traten nicht so einheitlich über die Regionen hinweg auf wie die Erwärmung im späten 20. Jahrhundert. Hohes Vertrauen. Ja, und das ist komplett falsch, weil wir haben ja gerade gesehen, wir haben nur zwei Datenpunkte von Deutschland und wir haben jetzt gerade Synthesen für die mittelalterliche Klimaanomalie für Südamerika und Afrika gemacht. Wirklich die ersten, die auch richtig ordentlich Daten verwendet haben. Das stimmt leider nicht. Wir haben die mittelalterliche Wärmeperiode in Afrika gefunden, wir haben sie in Südamerika gefunden und wir haben sie in Australien gefunden. Wir haben sie in der Antarktis gefunden. Es gibt immer auch Regionen, wo sie nicht sich als Wärme darstellt, aber das sind relativ kleine Regionen. Wir müssen davon ausgehen, dass sehr große Teile der Erde warm waren. Und insofern ist das mehr so eine Hoffnung des IPCC gewesen, dass das sich ja alles ausgleicht über den Planeten. Aber das stimmt nicht, wie jetzt die neueren Resultate zeigen. Ja, und so sieht so eine Datensammlung aus. Ne? Heute, es gibt tolle Technologie, Google Maps. Man kann hier also reinzoomen und sich die Studienorte mit so einer Fahne hier markieren. Man kann das farbkodieren. Die roten, das sind Gebiete, wo es vor 1000 Jahren warm war. Die kalten, das sind die blauen Fähnchen. Die gelben, da war es trocken. Und die grünen, da war es feucht. Wenn man dann da draufklickt, unten rechts sehen Sie mal so ein Beispielsdatenblatt. Also mittlerweile haben wir über 1100, 1200 Studien hier drin und das gab es nicht. Also es werden dauernd Studien veröffentlicht, aber die Synthese fehlt. Die ist frei zugänglich übrigens, oben steht die Webadresse und jetzt überlegt man sich, das wäre doch was, was die Forscher eigentlich brauchen können und ob die das vielleicht auch nutzen, ne? Und ich habe gerade heute noch mal nachgeguckt, wir haben jetzt 86.000 Zugriffe auf diese Seite gehabt in den letzten 2 Jahren. Also ich glaube, sie wird benutzt und keiner gibt es so gerne zu. Aber es ist jetzt ganz unabhängig, auf welcher Seite man steht oder was man zeigen möchte, das sind die Daten. Man muss sich mit den Daten beschäftigen. Ne? Man kann nicht seine Lieblingsarbeiten immer nur zitieren. Ja, und das sind die Arbeiten, die wir jetzt rausgebracht haben. Ist auch Herr Fahrenhold mit beteiligt und andere Kollegen aus dem internationalen Raum. Afrika, einmal Temperatur, einmal Regen und Südamerika, alles zum Mittelalter. In Vorbereitung haben wir das Mittelmeergebiet und in der Begutachtung befindet sich im Moment die Antarktis und Ozeanien. Also ich denke, ganz, ganz unabhängig von irgendwelchen Schuldzuweisungen oder dass man vielleicht nicht zufrieden ist mit bestimmten Berichten, Das zeigt doch, dass man zusammenarbeiten kann und dass man dann ganz nüchtern einfach mal die Daten präsentiert und dann diskutiert. Also es geht. Ja, und hier ist mal ein Beispiel für Südamerika. Die einzelnen Spalten hier, das sind jeweils Studien. Das sind alles, Sie sehen die letzten 1500 Jahre. In Rot ist die mittelalterliche Wärmephase markiert und man sieht sehr schön, wie die meisten Kurven genau in dem Bereich nach rechts ausschlagen, also warm werden. Es gibt auch Ausnahmen. Zum Teil ist es vielleicht wirklich kalt geworden, zum Teil sind es aber auch Küstengebiete, wo der Wind die Auftriebszonen verändert hat. Und insofern wird kaltes Wasser aus der Tiefe des Ozeans nach oben getrieben. Das ist was ganz anderes. Das ist keine regionale Erwärmung, das hat mit dem Wind zu tun. Ja, und so sieht eine Karte aus. Die Anden sind, Sie können das kaum sehen, aber es gibt hier irgendwie 70, 80 Studien, die eingetragen sind. Und die Anden wurden stark bearbeitet. Man sieht sehr schön, vor 1000 Jahren, als der Wein nach England kam,
ist plötzlich auch die Baumgrenze in den Anden nach oben geschossen. Wir sehen in Profilen, dass die Gletscher geschmolzen sind zu der Zeit. Wir sehen viele Veränderungen, die wir hier kartiert haben. Ja, ich nenne das Klimakartierung, etwas, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. Aber bisher hat es das nur begrenzt gegeben. Und ja, da sind wir wieder bei der Frage, was treibt denn diese vorindustriellen Klimaschwankungen an? Es kann ja nicht das CO2 gewesen sein, das ist erst vor 150 Jahren dazugekommen. Wir sehen hier ja ganz teilweise unbekannte... Also anthropogene. Anthropogen, ja. Also anthropogen kann es nicht gewesen sein. Es müssen natürliche Faktoren gewesen sein. Und wir sehen hier eine Auswahl von möglichen natürlichen Klimatreibern, die komische Namen haben. SAM, ENSO, AMO, PDO. Die PDO haben wir schon kennengelernt. Das ist ja diese pazifische Bäumchen-Wechseldichtspielchen in den Temperaturen. Dann gibt es die AMO, das ist die Atlantische Multidekaden-Oszillation, was sehr ähnlich ist, die eigentlich nur mit einem Zeitverzögerung dieser anderen Zyklik folgt. ENSO ist der El Niño und die Southern Oscillation. SAM ist etwas auch im Südbereich, Southern Annular Mode, das geht auch auf die Antarktis. Wir sehen, dass hier systematisch Veränderungen vorliegen. Wir sehen wieder bei der SAM zum Beispiel, da ist eine Ausbuchtung im Mittelalter zu sehen, ENSO auch, AMO auch, PDO auch. Das kann doch nicht alles Zufall sein. Diese Ozeanzyklen, wenn man sie dann sehr lange weit zurück studiert, sie haben eine Dynamik, die kein Klimamodell erklären kann. Ja, und ganz rechts sehen wir noch die Sonne. Wenn sie stark ist, ist sie gelb und nach rechts ausschlagend, wenn sie schwach ist, nach links. Und die Vulkane. Wir sehen sogar, dass am Ende der mittelalterlichen Wärmeperiode die Vulkane ganz stark ausgebrochen sind. Das sollte eigentlich Abkühlung bringen, aber das Gegenteil ist eingetreten. Es war immer noch sehr warm. Also diese Vulkane, die immer in den Vordergrund geschmissen werden, sie haben im Bereich von 2-3 Jahren sicher einen Effekt, aber hier auf größere Zeit ist das schwierig. Ja, und nichts ist perfekt, aber hier haben wir jetzt eine Gegenüberstellung für die letzten 2000 Jahre. Oben die Sonne, unten die Temperatur nach einer Rekonstruktion. Und wir sehen, ja, es passt nicht immer, aber im Großen und Ganzen die kleine Eiszeit ereignete sich, als die Sonne sehr schwach war. Und die moderne Wärmeperiode und auch die mittelalterliche ereigneten sich, als die Sonne stark war. Und das Gleiche war zur Römerzeit, wenn wir nach links gehen. Bei der Völkerwanderungszeit, da gibt es ein Sonnental, da muss man noch mal ein bisschen gucken, ob die Temperaturrekonstruktion auch eigentlich so in Ordnung ist. Die gilt übrigens nur für die Nordhemisphäre und auch nur für die Außertropen, also für die mittleren Breiten und hohen Breiten. Also da müsste man auch noch mehr Daten haben. Aber im Großen und Ganzen, das ist ja das, was viele dann dazu gebracht hat, zu Recht zu sagen, ich glaube, ich sehe hier einen Zusammenhang. Ja, und jetzt gucken wir nochmal auf die letzten 12.000 Jahre, das Holozän. Das ist eine sehr bekannte Abbildung, hier aus Berlin übrigens. Und da sieht man sehr schön dieses mittelholozäne Wärmeoptimum, als es also vor 7.000, 8.000 Jahren auf der ganzen Welt sehr warm war, vielleicht 1-2 Grad sogar wärmer als heute, wird gerne vergessen. Und hinten raus nach rechts sehen wir dann diese Zyklik von Römerzeit, Mittelalter, heute. Hier ist eine Studie und man müsste die auch alle mal wieder genau wie beim Mittelalter zusammenpuzzeln. Und in Grönland war es zwischen 4.000 und 6.000 Jahren um 2-3 Grad wärmer als heute. Das ist publiziert und heute sagen wir, oh, Grönland schmilzt, es geht Grönland an den Kragen, bald ist das Eis weg. Ja, aber vor 5.000 Jahren war es schon mal 2-3 Grad wärmer und irgendwie hat dieser Eispanzer das überlebt, ne? Wie stellt man diese Grade fest in der frühen Zeit? Genau, also hier gucke ich mal im Titel. Es gibt ja diese vielen verschiedenen Methoden, ne, und ich habe das hier nicht mit aufgeschrieben. Also es könnte sein, dass es über Biomarker gemacht wurde oder über Foraminiferen, also Einzeller. Müsste man hier nachgucken. Aber wir nehmen mal an, das ist eine gute Zeitschrift hier, Quaternary Science Reviews, dass das Hand und Fuß hat. Sonst wäre es nicht durchs Review gekommen.
Hier sind wir wieder beim dürren Mahr, ne? Und Kühl und Moschen 2012 haben hier eine sehr schöne Pollengeschichte gebracht und herausgefunden, dass es damals, also so 8000 bis 5500 Jahre vor heute, ein Grad wärmer war als heute. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass das weiß wahrscheinlich kaum jemand. Also es war vor mehrere tausend Jahre war es ein Grad wärmer als heute in der Eifel zu der Zeit. Ja, und es gibt dann hier eine, ja, die soll eine globale Temperaturkurve sein, aber ich glaube, die Ausschläge sind noch viel stärker. Aber was man hier halt schauen möchte, ist, dass die Durchschnittstemperatur dieser letzten 12.000 Jahre, die ist halt deutlich über dem Niveau, was jetzt gerade vom IPCC verwendet wird. Wir sehen, wenn man nach unten geht, das ist im Prinzip das Basisniveau, die Basislinie. Aber die Durchschnittstemperatur der letzten 10.000 Jahre, sieht man ja, ist hier, wo 0,2 eingezeichnet ist. Das sind alles Anomaliewerte, das hat absolut nichts zu bedeuten. Aber wenn ich die Hälfte oberhalb der Linie und die Hälfte dieser Fläche unterhalb habe, dann ist das ja ungefähr der Durchschnitt. Wenn das müsste eigentlich unser Referenzniveau sein für Klimaziele. Weil das scheint die Natur so eingerichtet zu haben. Ich kann auch die letzten 2000 Jahre nehmen und es ist immer noch ziemlich weit oben. Ja, jetzt kann man diese letzten 2000 Jahre nehmen und auch da, wie bei der PDO, die einfach mal nacheinander stellen. Ne? Das könnte ja auch ein Muster sein. Also eine Zyklik, alle 1000 Jahre eine Wärmephase, Hypothese, und das heißt Millenniums fehlt ein M, Zyklik, und in der Tat wurde schon gefunden. Um 2001 entschied ein wirklich wichtiges Paper, und das wurde angeführt, eine große Forschergruppe von Gerard Bond, unten links hier zu sehen, und ja, das wird wahrscheinlich der Herzschlag der Klimazyklik sein, der genau dieses Mittelalter, heute Römerwärme macht. Und der Kollege kam vom Lemon Doherty Earth Observatory. Er hatte Bohrkerne im Nordatlantik untersucht und kommen dann gleich in der nächsten Folie noch auf die Details. Leider ist Gerard Bond 2005 schon verstorben. Also ich denke fast, er wird zum Alfred Wegener der Klimaforschung werden. Müssen wir noch ein bisschen warten, aber auch in der Plattentektonik hat sich das irgendwann aufgelöst. Und das ist das Paper, Science, kein schlechtes Journal, 2001. Und im Titel, solarer Einfluss auf das Klima im Nordatlantik, und mittlerweile wurden diese Zyklen aus der ganzen Welt gefunden. So funktioniert es. Es gibt ja immer Eisberge, die abbrechen in Grönland und an den arktischen Küsten. Und je kälter es ist, desto weiter treiben die nach Süden. Und jetzt kann man also einen Bohrkern nehmen und dann sieht man also, in bestimmten Jahren gibt es viel Schutt und in anderen gibt es weniger Schutt. Und wenn es warm ist, dann regnet nämlich der Schutt schon viel weiter nördlich ab. Im Prinzip eine ganz simple Geschichte. Und er hat hier eine Zyklik gefunden. Wir sehen in Schwarz diese Eisberggeschichte und in Blau ist die Sonnenaktivität über Isotope dargestellt. Und auch hier sehen wir, so ähnlich wie beim Regen vorhin, ne, bei den 11 Jahren und dem Februarregen, da passt doch was. Und der Pearson-Korrelation-Koeffizient 0,45, das ist für so eine natürliche Reihe mit all ihren Schwächen ziemlich gut. Ja, das ist in Science 2001 veröffentlicht worden. In dieser Grafik bedeutet ein Ausschlag nach oben kalt und Sonne schwach. Also wenn die Sonne schwach ist, ist es kalt, leuchtet ein. Ja, und das Team war nicht faul. Also sie haben 2003 hier nochmal weitergemacht, einen See in Alaska untersucht und genau die gleiche Zyklik gefunden. Auch gute Zeitschrift. Und wir müssen uns die Eiskerne aus Grönland nur angucken, da sehen wir die Zyklik auch.
Ich gehe da mal ein bisschen schneller durch, ne, weil wir wollen jetzt auch zur Diskussion kommen. Dann gibt es Studien vor der Küste von Cape Hatteras, North Carolina. Auch hier wieder die altbekannte Zyklik. Und eine chinesische Höhle, auch dort wieder diese Millenniumszyklen von 1000 bis 2000 Jahren Periode, die sich so durch die Klimageschichte durchpulsen. Zum Teil ist es der Regen, zum Teil ist es die Temperatur, die dadurch angetrieben wird. Das muss man immer schön unterscheiden. Aber letztendlich ist das Klimasystem, das hängt ja dann auch wieder zusammen. Ja, jetzt sind wir in einer Höhle im Sauerland, denn ich möchte sie auch immer wieder zurücknehmen, hier in unsere Heimat. Und da ist die Bunkerhöhle, die von Vohlmeister und Kollegen 2012 untersucht wurde. Man misst hier die Sauerstoffisotope. Und jetzt sieht man hier auch eine Zyklik. Und auch hier wurden genau die Zyklen, die im Nordatlantik und auch in anderen Teilen der Erde nachgewiesen wurden, wieder gefunden. Nach links haben wir kalt und oder trocken. Also man weiß nicht genau, wie viel kalt, wie viel Regendefizit. Und nach rechts wäre warm und oder feucht. Was auch immer es ist, ist das Klima. Und es schwankt hin und her wie verrückt. Und kein Klimamodell kann das erklären. Sie erinnern sich an die Grafik. Der Klimaantrieb war ja viel zu gering, um irgendwas zu erklären. Also ich denke, man müsste jetzt fast sagen, also alle Klimabemühungen müsste man jetzt auch mal ein bisschen verlangsamen, bis man das geklärt hat. Weil ist das nicht eine wichtige Grundlage? Die Kalibrierung. Man kann das jetzt hier alles übereinander tragen. Das haben wir hier fürs Buch mal so halbprofessionell gemacht, einfach mal so grafisch. Mittlerweile können wir das alles schön plotten. Wir haben Software dafür, die das sehr professionell macht. Wir können das mathematisch alles abgleichen. Also hier ist eine Riesenarbeit. Und da bin ich manchmal so ein bisschen stutzig, wie ich das alles noch schaffen soll bis dem nächsten Jahr. Weil ich mache das ja nur am Wochenende und am Abend, ne, wenn meine Frau mich kurz lässt. Also es ist wirklich sehr viel Arbeit, das alles zusammenzustellen. Wir bräuchten eigentlich ein bisschen Hilfe. Ja, und das sind einige der Lokalitäten, wo diese Millenniumszyklik schon nachgewiesen und publiziert wurde. Sie müssen sich jetzt nochmal die dreifache Menge dazu vorstellen, weil die ist seitdem ich diese Karte gemacht habe, dazugekommen. Und ja, die Sonne hat verschiedene Frequenzen. Die Sonne schwankt und überlagert sind hier verschiedene Perioden. Wir haben also einmal die 11 Jahre, dann haben wir die 22 Jahre, dann haben wir hier eine 100-jährige, 200 Jahre, 500, 1000. Das ist jetzt schon wieder das Interessante. Ne? Diese Millenniumszyklik hängt wahrscheinlich hier mit dem Zyklus, der auch Eddy heißt, zusammen. Das ist eine Spektralanalyse der Sonnendaten. Und oder Hallstatt, das ist ein Zyklus, der so 2300 Jahre pulst. Und alles muss man sich jetzt vermischt vorstellen. Also man kann auch auf 1500 kommen, wenn man da also überlagernde Effekte hat. Ja, das hier ist 2001 veröffentlicht worden. Auch eine wirklich sehr, sehr wichtige und gute Arbeit. Neff und andere von Oman. Wir sind hier in der Zeit 7000 vor Christus bis 4500 vor Christus. Oben die Sonne über die kosmische Strahlung, unten die Temperatur und auch hier wieder diese verdammt ähnliche, dieser Verlauf, der so ähnlich ist in beiden Kurven. Die Leute, die das verursacht haben, die das publiziert haben, die haben richtig Ärger gekriegt. Denn ihnen wurde unterstellt, dass sie hier im Prinzip die Bemühungen der Energiewende unterlaufen. Und das ist jemand, der beteiligt war. Also Chapeau, auch Professor Mangini wird wahrscheinlich auch noch seine Anerkennung bekommen, die er verdient. Er war beteiligt an vielen dieser Studien und er sagte hier 2007, er war sehr offen, ich lese das mal in Gänze. Die Tatsache, dass viele Untersuchungen eine deutliche Korrelation des Klimas mit dem Kohlenstoffisotop C14, es wird von der Sonnenaktivität beeinflusst, zeigen, deutet auf einen solaren Antrieb des Klimas hin. Und das sagte er in einer Pressemitteilung von der Uni Heidelberg. In einem FAZ-Artikel vom gleichen Jahr sagte er noch etwas weiteres. Es muss jedoch noch unbekannte Verstärkermechanismen geben, denn die Variabilität der Sonneneinstrahlung ist zu gering, als dass sich derart deutliche Effekte im Klima damit allein erklären ließen.
genau das, was wir gesagt haben, Verstärker. Weil wie will man das denn sonst erklären? Es muss ja irgendwas sein. Und ja, die Behauptung, dass die jetzt stattfindende Erwärmung des Klimas nur mit der Erwärmung vor 120.000 Jahren vergleichbar ist, stimmt einfach nicht. Wir verfügen über Daten, die zeigen, dass es während der letzten 10.000 Jahre Perioden gab, die ähnlich warm oder sogar noch wärmer waren als heute. Ebenso ist es falsch zu behaupten, dass die jetzige Erwärmung sehr viel schneller abläuft als frühere Erwärmung. Tatsache ist, dass es während der letzten 10.000 Jahre erhebliche globale und vor allem genauso schnelle Klimawechsel gegeben hat. Also ich kann ihm nur bei jedem Wort beipflichten. Es ist wirklich etwas, was vor 12 Jahren gesagt wurde. Der Dank, den er dafür bekommen hat, war, dass er im Prinzip aufs Abstellgleis gestellt wurde. Also er hat richtig Ärger dafür gekriegt. Und schauen Sie sich das nochmal an. Also man sieht es ja. Es ist irgendwie die postfaktische Zeit. Und wir haben ja diese Millenniumszyklik angeschaut, die auch von Gerard Bond aufs Podest gehoben wurde und erforscht wurde. Also man kann ja gar nicht dran vorbei. So, das ist dann, was passierte. Viele von Ihnen oder einige von Ihnen kennen vielleicht die Geschichte. In der gleichen FAZ-Ausgabe wird Mangini von Stefan Rahmstorff, und es ist wirklich verhöhnt, ne? Er schreibt: Die These, vergangene Klimaschwankungen der Erdgeschichte würden gegen den menschlichen Einfluss auf das Klima sprechen, ist daher ein Bauernfänger-Argument, das dem Laien auf den ersten Blick plausibel erscheinen mag, einem genaueren Nachdenken aber nicht standhält. Und Rahmstorff bemängelt, dass Mangini nur Daten von einzelnen Orten der Erde vorliegen hat. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile ist halt die Wissenschaft so viele Jahre weiter. Wir haben aus der ganzen Welt mittlerweile diese Daten und fast keiner fügt die zusammen. Das ist das Verrückte, weil alle Angst haben, der die Synthese erstellt, der kriegt auch wieder Ärger. Ne? Ja, im Rahmen von ClimateGate, das war, wo E-Mails gehackt wurden, kam dann auch von Herrn Rahmstorff was Interessantes ans Licht. Als er diesen Artikel schrieb, da hat er sich bei seinen internationalen Kollegen nochmal Rat besorgt, was könnte er denn dem Mangini noch erwidern? Und die E-Mail, die eigentlich nie rauskommen sollte, ist rausgekommen. Und man kann das hier nachlesen, wir kürzen das mal hier ab. Aber er fragt seine Kollegen so halb verzweifelt, was könnte ich dem Mangini da schreiben? Ne? Also ich bin mir ganz sicher, dass das wirklich auch noch so im Hintergrund in vielen Köpfen ist. Hoffentlich kommt das nicht wieder raus. Ne? Naja. Mangini hat dann die Konsequenzen gezogen und hat sich dann im Prinzip verabschiedet aus der Wissenschaft, also aus der aktiven Wissenschaft, ist mittlerweile wieder da, in Pension. Was mich verwundert hat, ist, dass niemand ihm beigesprungen ist, weil die geowissenschaftliche Zunft hätte das eigentlich nicht geschehen lassen dürfen. Stefan Rahmstorff war zu jener Zeit Klimaberater der Bundesregierung, sehr mächtig. Ja, ein zweiter Fall, und ich möchte den, wir sind fast am Ende hier, nochmal in Erinnerung führen, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Ja, wir brauchen alle Rohstoffe, wir brauchen alle Energie. Es gab eine Gruppe in der BGR, die hat sich mit diesen natürlichen Klimaschwankungen beschäftigt und hat genau das gefragt, was wir uns jetzt hier fragen. Was hat denn diese enorme Variabilität erzeugt? Hat ein Buch geschrieben, Klimafakten. Ist lange ausverkauft, kann man jetzt nur noch für 200 und 300 Euro irgendwo in Antiquariaten finden. Aber da sagt halt die BGR, will man das natürliche Klimasystem verstehen, so hilft nur der Blick zurück. Und zwar in Zeitabschnitte der Vergangenheit, in denen der Mensch nicht oder nur sehr gering aktiv war. Macht absolut Sinn, das haben wir ja hier gesagt. Das Umweltbundesamt, Umweltministerium, Mojib Latif und Hans-Joachim Schellenhuber liefen Sturm gegen das Buch. Sie mochten das überhaupt nicht lesen und auch nicht verbreitet sehen. Bitte? Nicht hilfreich. Nicht hilfreich, genau, ist nicht hilfreich. Sie verwarfen die BGR-Aussagen als, und das sind jetzt Originalbegriffe, irrelevant, eindeutig falsch, anmaßend, fernab jeder Realität, Schande, die gesamte Klimaforschung in den Dreck zieht. Die BGR sei randständig und spiele keine Rolle in der internationalen Klimadiskussion.
Als der damalige Präsident der BGR, das war Friedrich Wilhelm Wellmer, 2005 in den Ruhestand ging, wurde ein Kieler Studienfreund von Mojib Latif als neuer Präsident installiert, der Hans-Joachim Kümpel, um die Klimadebatte bei der BGR nachhaltig unter Kontrolle zu bekommen. Und das hat er, denn die BGR-Klimagruppe wurde aufgelöst und schweigt seitdem. Wir kommen zurück, die Ursprungsfrage, wie viel Klima macht der Mensch? Ja, der Mensch beeinflusst das Klima, davon ist auszugehen. Es gibt auch die Meinung, dass CO2 überhaupt keine Rolle spielt, aber wir sollten uns das Leben einfach machen und vielleicht einfach mal auf einer Kompromissebene von 50-50 beginnen. Da wäre schon viel mit geholfen. Wir müssen aber auch annehmen, dass natürliche Klimafaktoren eine wichtige Rolle spielen, weil sonst würde ja das, was ich die letzten 40 Minuten hier gezeigt habe, alles gar keinen Sinn machen. Das sind ja die Fakten. Die enormen natürlichen Klimaschwankungen in vorindustrieller Zeit deuten an, dass wohl mindestens die Hälfte der bisher beobachteten Erwärmung natürlichen Ursprungs ist. Und wir können uns über mindestens und bis zu noch streiten, aber die Erderwärmung, die Erwärmungswirkung des CO2 muss entsprechend reduziert werden. Die zukünftige Erwärmung ist damit viel weniger dramatisch als vom IPCC angenommen. Dies gibt uns die Zeit, die Energiewende weniger überstürzt, dafür aber technisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger zu gestalten. Die Klimageschichte darf kein Tabuthema mehr bleiben. Wenn wir uns hier im kleinen im Kreis treffen, dann sehe ich, dass sie Interesse am Thema haben. Aber wir müssen auch die erreichen, die das partout nicht besprechen wollen. Und ich weiß noch nicht, wie. Da möchte ich den Bundespräsidenten Steinmeier zitieren. Er sagte zu Weihnachten, als ich auch viele dieser Folien zusammengestellt habe, sprechen Sie mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind. Und das möchte ich mir wünschen, dass die Klimagemeinde, egal auf welcher Seite man steht, zusammenkommt und diese Dinge bespricht. Manchmal macht es den Anschein, dass die Klimadebatte fest in Physikerhand ist, also Modelle und Berechnungen. Und ich weiß ganz genau, dass meine Formel richtig ist. Die Geologen hingegen, die empirisch sehen, dass es anders sein muss, sind still. Und wir wissen nicht genau, warum. Ich bin hier im Urlaub, aber viele andere sind angestellt bei Instituten, Behörden, die dürfen nicht reden. Ja, ein bisschen Werbung am Schluss noch, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Wir haben jeden Tag einen neuen Beitrag auf kaltesonne.de. Auch die Eike-Seite ist natürlich klasse. Aber Kalte Sonne, da haben wir auch jeden Tag etwas. Ja, und wenn Sie Diskussionen mit Freunden, Arbeitskollegen, irgendwem haben und die Fakten zum Klimawandel in Deutschland benötigen, knapp und wirklich Fakten, dann kann ich Ihnen diese Webseite hier empfehlen. Und ich empfehle die, weil ich die selbst gemacht habe. Klimawandelindeutschland.de mit Minus dazwischen. Da können Sie ganz systematisch einfach hier auf die verschiedenen Klimaphänomene drücken. Und dann ist es sozusagen als Datenbasis vielleicht für eine Diskussion geeignet. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, Herr Dr. Lüning hat uns beispielhaft gezeigt, wie man ein solch ideologisches Thema, ideologisch aufgeladenes Thema, auch völlig ideologiefrei, faktenbezogen vortragen kann. Das war mein Wunsch, dass wir dieses auch in Zukunft im Bundestag so machen. Und das Argument, das ist natürlich im Moment noch ein frommer Wunsch, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Und ich höre immer das Argument, so viele Klimaforscher, die den menschengemachten Klimawandel propagieren, können doch nicht irren. Dann sage ich einfach nur, wenn sich die Mehrheit von Forschern nicht irren würde, dann würde sich heute noch die Sonne um die Erde drehen. Ja? Also das muss man einfach mal so sehen. Und es waren immer wieder kleine Gruppen oder sogar Einzelforscher, Darwin, Galileo, Kopernikus beispielsweise oder auch Einstein, die die Wissenschaft in eine bestimmte Richtung vorangebracht haben. Und Einstein hat mal gesagt, als er damit konfrontiert wurde, dass einige seiner Physikerkollegen gar nicht einverstanden sind mit seiner Relativitätstheorie, eine ganze Reihe sogar, da hat er gesagt,
Es ist mir völlig egal. Es würde eigentlich einer reichen, der mir wirklich beweisen kann, dass ich falsch liege. Und das heißt, für uns sind diese naturwissenschaftlichen Sachfragen keine demokratischen Mehrheitsentscheidungen. Das muss man einfach mal den Klimaideologen sagen. Und dass manchmal ein einzelner Forscher genügt, um ein ganzes Weltbild auszuhebeln. Und wenn wir uns dieses vor Augen führen und dann gleichzeitig mal schauen, wie selektiv auch die Daten beim Weltklimarat zusammengetragen worden in den letzten Jahren, dann frage ich mich, ob diese dünne Datenbasis unter Ausblendung verschiedenster Fakten, die uns heute Dr. Lüning hier präsentiert hat, ausreicht, um Milliarden Euro zu transferieren, um unsere Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern auch in Westeuropa, um Milliarden Euro zu erleichtern und mit noch nicht hinreichend bewiesenen Fakten hier einen riesen Finanztransfer in die Welt zu setzen. Und das müssen wir das muss ich und meine Kollegen Politiker den Leuten auch klar machen. Und das geht, wie gesagt, nur letztlich erfolgreich über den Weg, den der Dr. Lüning uns aufgezeigt hat heute, und dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben jetzt in den folgenden, nicht nur Minuten, sondern in der Folgezeit jetzt noch Gelegenheit, sicherlich Herrn Dr. Lüning auch Fragen zu stellen. Mein Kollege, das ist noch ein Geologe, Sie sind hier mit drei Geologen konfrontiert, das wird Ihnen auch nicht mehr so schnell passieren. Mein Kollege, der Christoph Radl, wird dieses moderieren, und ich bitte Sie dann, dem Kollegen Radl den Finger zu zeigen, ja, oder auch nicht. Danke. So, bevor wir mit der Fragerunde loslegen, bitte noch die übliche Ermahnung, wirklich Fragen zu stellen, keine Co-Referate. Und als erster gemeldet haben Sie sich dort mit dem schwarzen Shirt. Herr Reifert, ich mache das. So, Lothar Reifert. Ich finde diesen Vortrag sehr spannend, bin allerdings der Meinung, dass auf dieser wissenschaftlichen Basis niemals ein Konsens zu erreichen ist. Eine Annalena Baerbock und eine Svenja Schulze wird nicht sehr stark beeindruckt sein von ihrem Vortrag. Und die Anhänger der Klimakirche, die werden auch aufgrund ihrer Fakten nicht jetzt umschwenken. Das heißt, meine Frage ist jetzt an die Politiker: Ist es nicht langsam Zeit, diese Ebene der sinnlosen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, der sinnlosen wissenschaftlichen Diskussion zu beenden und auf eine politische Ebene zu heben und die Deutschen zu fragen: Schaut euch doch mal China an. China hat 3.500 Kohlekraftwerke in Betrieb. Die nehmen jeden Tag ein Kohlekraftwerk in Betrieb. Und wir Deutsche streiten uns darum, dass wir unsere 10 Kohlekraftwerke schließen. Was wollt ihr winzigen Deutschen denn überhaupt bewirken mit eurer Klimahysterie? Wo ist denn der Erfolg dieser 1.000 Milliarden, die wir schon investiert haben? Das CO2 macht doch keinen Halt an der Grenze von China oder Indien. Die Inder haben auch 1.000 Kohlekraftwerke. Was betreiben wir denn hier für einen Irrsinn? Und die zweite Frage an Sie: Was halten Sie von diesem Pariser Vertrag? Frau Merkel wird dann sagen: Ja, wir haben doch diesen Pariser Vertrag und da müssen wir den 2-Grad-Ziel einhalten. Im Vertrag, sollte inzwischen jeder wissen, ist festgeschrieben, dass China und Indien bis 2030 so viel CO2 emittieren wollen können, wie sie wollen. Was nutzt dann dieser komische Pariser Vertrag, zumal wo ja auch noch Amerika ausgestiegen ist? Also ungefähr 90% aller CO2-Emittenten spielen doch gar keine Rolle mehr. Was wollen wir Deutschen? Und das ist die politische Frage, die ich an Sie stelle. Was soll dieser ganze Irrsinn in Deutschland bewirken, wenn wir unsere CO2-Industrie, die Verbrennungsmotoren, die Kohlekraftwerke stilllegen und dabei 0, nichts am Klima ändern? Dankeschön. Ja, diese Frage ist natürlich
es nicht. Diese Frage ist natürlich mehr als berechtigt und ich bin jetzt als Politiker gefragt. Natürlich gebe ich Ihnen völlig recht, dass das Pariser Klimaabkommen, so wie es da ist, eigentlich nicht das Papier wert ist, auf das es geschrieben wurde, oder dieses Übereinkommen. Und die Tatsache, dass, ich habe das neulich in einer Rede auch im Bundestag gesagt, dass eine vierstellige Zahl von neuen Kohlekraftwerken in der Planung oder im Bau sind, während bei uns, sagen wir mal, maximal vielleicht in der Größenordnung 20, 30 abgebaut werden können, zeigt eigentlich schon diesen Irrsinn. Wenn wir statistisch ein Kohlekraftwerk stilllegen, wird woanders auf der Welt das 10, vielleicht auch das noch mehrfache wieder in Betrieb genommen. Also wir konterkarieren ja eigentlich schon immer das, was wir wollen. Das bedeutet aber nicht, dass wir die wissenschaftliche Auseinandersetzung ganz vernachlässigen dürfen. Im Gegenteil, wir müssen parallel fahren. Wir müssen natürlich auf der einen Seite eine solide Datenbasis schaffen für unsere Argumentation. Und das Zweite ist, wir müssen in der Tat aus diesem, sagen wir mal, manchmal noch etwas zurückhaltenden Auseinandersetzung heraustreten. Und wir sind auch gerade dabei, dieses zu machen und im Bundestag. Und wir müssen, denke ich mal, als nicht nur wir Politiker selbst, sondern alle, die sich in der Lage fühlen, damit kritisch auszugehen, in die Lande gehen als Propheten, als Kontrapunkte zur vorherrschenden Meinung und immer wieder auch die Leute fragen. Und nicht nur die bombardieren, sondern auch Fragen stellen. Erzählt mir doch mal, wie funktioniert das denn eigentlich mit dem CO2? Und dann sieht man bald, dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, wovon sie reden und dass das Ganze nur ein ideologisches Gerüst ist. Das Problem, ich darf es noch mal sagen, diese Ideologie hat sich so verselbstständigt, dass die handelnden Personen, die letztlich auch Gesetze machen und zum Teil mit Hilfe der Medien auch die öffentliche Diskussion bestimmen, dass diese handelnden Personen kaum noch ohne Gesichtsverlust wieder aus ihrer selbstgemachten Falle heraus können. Und deswegen werden die diese Sachen bis zum Letzten verteidigen. Und das erleichtert nicht unsere Vorgehensweise, aber Sie haben recht, wir werden hier deutlich offensiver werden müssen. Als Politiker völlig klar. Ich glaube, ich darf noch erwähnen, da wäre sinnvoll, Geldbeutel der Bürger zu hinzuweisen und dabei zu sagen, dass jetzt die Stromkosten schon vor der Wende bei 10 Cent pro Kilowattstunde, inzwischen sind es 30, wird immer mehr. Das heißt also, lieber Bürger, frag dich doch mal, für was du so viel Geld ausgibst und dann auch noch diese 1000 Milliarden für diese Stilllegungen und all das. Und auf der anderen Seite fehlt es an Ecken und Enden. Also der Geldbeutel der Bürger ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt. Fragen Sie die Bürger, bist du bereit, so viel Geld auszugeben selber oder auf andere Leistungen zu verzichten, die der Staat nicht ausgeben kann, weil er diese sinnlose Energiewende durchzieht. Da gebe ich Ihnen recht, der Geldbeutel der unserer Bevölkerung, der wiegt als Argument manchmal wesentlich mehr als die eigentlichen Fakten. Aber wenn man beides kombiniert, ist man sicherlich auf der richtigen Seite. So, dann habe ich dort gesehen, den... Das nächste dann. Machen wir zuerst... Okay, dann Herr Bakera. Es gibt ja die verschiedenen Kurven, Erwärmung, CO2. Und da sagen einige, CO2 ist immer erst nach der Erwärmung gekommen und nicht vor der Erwärmung. Was sagen Sie dazu? Ja, das geht auf die letzten Eiszeiten und Interglaziale zurück. Das ist ein ganz anderer Zeitmaßstab. Ne? Wir gucken da, also alle 100.000 Jahre haben wir eine Eiszeit und dann haben wir eine kurze Zwischeneiszeit. Wir befinden uns in einer solchen kurzen Zwischeneiszeit, die auch irgendwann bald wieder zu Ende sein wird, leider. Und da hat man wirklich gesehen, da gibt es 800 Jahre Verzug. Erst kommt die Temperatur, die hochgeht und dann gast dieses CO2 aus den Ozeanen aus. Und das, weil einfach kaltes Wasser mehr CO2 lösen kann. Aber das ist eine andere Geschichte heute, weil heute wissen wir allein aus der Massenbilanz, dass CO2 in der Atmosphäre, das muss schon aus den Verbrennungen fossiler Brennstoffe stammen. Und was heute passiert ist, was wir jetzt produzieren, die Hälfte davon geht in die Atmosphäre, aber die andere Hälfte wird im Ozean gepuffert. Das ist auch wieder so ein Gleichgewicht. Also insofern
Deswegen versuche ich immer in den letzten 10.000 Jahren zu bleiben, weil nämlich dann sonst ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Herzlichen Dank. Ja, wir nehmen noch drei Fragen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte noch mal alle dran ermahnen, wirklich sich kurz zu fassen und Fragen zu stellen. Und ich glaube, als nächstes war der Herr dort hinten in Schwarz. Schwarz, gut, ja. Harald Kampfmeier, ich bin hier auch in Vertretung des Umweltkreises der Kirchengemeinde Müggelheim bei der Evangelischen Kirche. Die erste Frage ist die, Sie haben, Herr Doktor, gesprochen über die Szenarien in der Vergangenheit, also historische Daten, Proxydaten, wie denn verschiedene Parameter des Klimas in der Vergangenheit waren. Was Sie nicht erwähnt haben, ist eigentlich direkt, welche Daten gibt es für den Anteil in der Atmosphäre vom Kohlendioxid. Sie sagen, warm, kalt, viel Wasser, wenig Wasser, alles Mögliche, aber Kohlendioxid nicht. Gibt es dafür Proxydaten, die glaubwürdig sind? Oder anders gefragt, wenn das Kohlendioxid in der Vergangenheit viel mehr in der Atmosphäre vertreten war, warum sind die armen Saurier nicht schon damals gebraten worden, wenn Ramsdorf und Schnellenhuber recht haben? So, zweite Frage, und die ist eigentlich viel wichtiger. Es gibt eine große Theorie, die besagt, ich sag's mal aus der Perspektive des Christen, in Gottes Schöpfung wurde von Gott die Doomsday-Maschine mit eingebaut. Die Vernichtung alles Lebens auf der Erde. Und zwar dadurch, dass wir über Jahrmillionen einen Prozess hatten, dass Lebensformen, die Krustentiere, also Schalen, Skelette bildende Tiere, gewaltige Mengen an Kohlendioxid im Wasser gelöst, Salze gebildet, Calciumcarbonat, dieses Kohlendioxid eingefangen hat, Krusten gebildet hat, Sedimentgesteine gebildet hat und in gigantischen Mengen im Laufe der Zeit Kohlendioxid der Biosphäre entzogen hat. Das Leben macht Schluss mit der Photosynthese, wenn meine Information stimmt, bei etwa 250 ppm in der Atmosphäre. Dann geht keine drunter, keine Photosynthese. Wir waren runter bis 280. Und daraus folgt doch eigentlich jetzt aus christlicher Perspektive, es ist Gottes Wille, dass der Teil der Schöpfung, der Mensch, diese Doomsday-Maschine, die die nicht vernunftbegabte Natur uns darbietet, zum Anhalten zu bringen. Wir müssen also das gefesselte Kohlendioxid freisetzen, um in der Atmosphäre für die Lebensprozesse genug Kohlendioxid zu haben. Salopp gesagt, wir Christenmenschen fahren wie die Wilden mit dem Diesel um die Kirche. Diesel fahren für das Leben. Ja, danke für, genau, ist an, ne? Ja, für die Wortmeldung. Also die erste Frage war, wie können wir... Proxydaten CO2. Genau, welche Daten haben wir zur CO2-Konzentration und zur Entwicklung? Die richtigen Messungen, die haben ja auf einem der hawaiianischen Vulkane erst 1960, glaube ich, begonnen. Ne? 1955. Davor ist es wirklich schwierig, den CO2-Gehalt zu rekonstruieren. Und da gibt es auch konfliktierende Daten. Aber im Großen und Ganzen, es gibt geologische Methoden und für die letzten 500 Millionen Jahre wissen wir mehr oder weniger die CO2-Konzentration, wie sie sich entwickelt hat. Und zur Zeit der Dinosaurier, wo Sie sie gerade ansprachen, hatten wir ungefähr den zehnfachen Konzentrationswert wie heute. Und entsprechend warm war es aber auch. Jetzt kann man sagen, das hat mit dem CO2 zu tun oder auch nicht. Jedenfalls zur Zeit der Dinosaurier haben wir halb Norddeutschland überflutet gesehen. Was wir aber sehen als Geologen ist, dass es kaum einen Bezug zwischen der Temperatur und dem CO2 gibt. Das CO2 war sehr hoch, aber es war dann nicht unbedingt immer warm. Also insofern ist dieser Bezug sehr schwer herzustellen und deswegen guckt da auch keiner so richtig heute drauf. Die andere Sache, ja, da bin ich kein Experte, ob man jetzt viel Auto fahren sollte, um die Menschheit zu retten, kann ich schwer was zu sagen. Herzlichen Dank. So, haben wir dann noch, also noch wunderbar. Dann haben wir noch zwei Fragesteller, das geht sich ja wunderbar aus. Dann bitte ich zuerst Sie und zum Schluss dann Herrn Lottmann. Jetzt, okay. Mein Name ist Dietmar Weiß, ich bin Ökologe im Ruhestand mittlerweile. Ist an. Jetzt ja. Okay. Mein Name ist Dietmar Weiß. Ich bin wieder aus. Nein, es ist an. Sie müssen nur näher ran. Ja.
Ich bin Ökologe, jetzt im Ruhestand und beschäftige mich natürlich mit dem Thema CO2, weil es für mich ein Unding ist, das Gas, was unser Leben bedeutet, als Killer zu bezeichnen. Man kann es auch ganz einfach nachvollziehen. Man sieht ja, dass die Bewaldung zunimmt, das zeigen ja Satellitendaten, und nicht abnimmt, wie es oftmals behauptet wird. Die devastierten Flächen nehmen ab, im Gegenteil dazu. Und was man auch sehr leicht nachvollziehen kann, ist, dass die Erträge steigen. Machen Sie es doch mal, gehen Sie mal ins Statistische Jahrbuch rein und nehmen Weizen. Weizen, die Erträge von 1950 bis jetzt, die alte Bundesrepublik, nicht die DDR nehmen. Die hat nämlich Weizen angebaut auf Flächen, wo man gar nicht anbauen darf, weil der Boden viel zu schlecht war, da musste man viel düngen. Und Weizen hat sich kaum verändert in letzter Zeit. Machen Sie das, das sehen Sie wunderbar, diesen Anstieg. Bei Jahren, wenn es 2017 war ein feuchtes Jahr, da war der Ertrag schlechter als 18, wenn es trocken war, muss man auch sagen. Das wird aber falsch dargestellt. So, das ist die eine Sache dazu. Nächste, Sie haben also auch gesagt, was ich sehr richtig finde, immer an diesen Beispielen, in der Vergangenheit die Änderungen des Klimas in bestimmten Gebieten. Und wir haben es in der Schule gelernt, es gibt Klimazonen, es gibt kein Weltklima. Und denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo man auch darauf hin wollte. Ob man nun sagt, CO2 hat so viel Einfluss oder so viel. Ich sage, nein, das hat keinen nennenswerten Einfluss. Nur so können wir dieser Kirche entgegnen. Ich erinnere an die Diskussion, die sie hatten, die AfD im Bundestag im Frühjahr vorigen Jahres, wo es darum ging, dass man natürlich Geld bereitstellt für irgendwelche Unwetterschäden oder sonst irgendwas. Wetter, nicht Klima. Wenn ich bedenke, die Gegenargumente, die von Grünen oder von CDU kamen, von völlig ahnungslosen Leuten, die in der Industrie dann ansässig sind, die haben immer wieder darauf geachtet, sehen Sie, sie geben doch zu, dass CO2 einen Anteil hat. Und wir müssten doch diese Sache rausnehmen aus der Diskussion, um klar zu sagen, es gibt Klimazonen, dort hat sich das geändert. Das CO2 ist 82 ppm über 2000 Jahre geblieben. Haben wir trotzdem Änderungen, aber wir haben kein Weltklima. Für mich ist eine Weltjahrestemperatur genauso viel wert wie der Mittelpunkt von Deutschland. Herr Dr. Lüning, möchten Sie dazu was sagen? Ja, also CO2 wird in vielen Gewächshäusern verwendet, damit Pflanzen besser wachsen. Das ist bekannt. Man sieht auch auf Satellitenbildern, dass die Vegetation ergrünt. Der Planet ist mehr grün als vorher. Also das ist publiziert. Aber es geht ja mehr um die Erwärmungswirkung des CO2. Es hat ja verschiedene Wirkungen. Und wenn jetzt wirklich das mit 4,5 Grad pro Verdopplung wärmer werden würde, dann wäre es ja ein Problem. Ne? Insofern muss man also die Düngeeffekte jetzt von Erwärmungseffekten abziehen. Aber es spricht alles dafür, dass diese sogenannte CO2-Klimasensitivität wirklich am unteren Rand ist, also weit weg von einer Katastrophe. Vielleicht so, dass man es auch irgendwo berücksichtigen muss. Aber deswegen bin ich ganz zufrieden mit dem 50-50. Die positiven CO2-Effekte auf Wachstum, die sind unbestritten. Herzlichen Dank. Dann noch Herr Lottmann. Entschuldigung, ich hatte vorher ganz übersehen nach Herrn Lottmann, dann noch Herrn Limburg. Und dann haben wir, glaube ich, die Fragerunde für heute hinter uns. Herr Lottmann, bitte. Danke. Wenn man diese Religion des Klimawandels sieht und sozusagen die gute Praxis, die dazugehört, die Anhänglichkeit beweist, ist ja das Mülltrennen. Aber wenn man das erschüttern will, das ist ja die Frage, die Dr. Wildberg gestellt hat. Ein Faktor wäre das Ausland. Respektheischende Staaten im Ausland, die eine andere Lehre vertreten. Ich weiß aus meinen Tätigkeiten dort, dass in der Russischen Föderation in der Fachwelt eine andere Auffassung vertreten wird, als sie außen unangefochten mitmachen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen, Dr. Lüning, wissen, wie ist das denn mit Brasilien? Das ist ja wissenschaftlich ein Faktor, klimatisch ein Faktor. Die haben im vergangenen Spätherbst eine Änderung ihrer Klimapolitik angekündigt. Und meine Frage ist, beruht das auf einer Abneigung gegen das, was Sie einen marxistischen Ansatz in der Weltpolitik nennen und beklagen? Oder beruht das auch auf wissenschaftlichen Einsichten, die Sie selber als großes und in Teilen ja wissenschaftlich leistungsfähiges Land gewonnen haben? Ja, was jetzt die unterschiedlichen Länder verstanden oder nicht verstanden haben, das weiß ich natürlich im Detail nicht.
Ich weiß, dass in China sehr viel Forschung zur natürlichen Klimadynamik betrieben wird. Also es erscheinen sehr viele Publikationen. Und manchmal bekomme ich den Eindruck, dass das gezielt gefördert wird, dass man halt diese Lücke erkannt hat. Und insofern sehe ich hier auf der deutschen Seite, auch bei uns gibt es Forschung im Bereich der natürlichen Klimadynamik, aber die geschieht so ein bisschen so in der dunklen Ecke fast. Ne? Also es sind alles gute Forscher, aber die kommen nicht an die Mikrofone dran. Die Mikrofone sind immer in drei Händen, hätte ich fast gesagt, ne? Bei Herrn Latif, bei Herrn Rahmstorff und bei Herrn Schellenhuber. Es gibt kaum einen Journalisten, der mal jemand anders anruft. Und es gibt in Deutschland so viele gute Forscher, die jetzt natürliche Klimadynamik auch betreiben, die könnte man anrufen. In Amerika gibt es auch sehr gute. Und ich glaube, es ist mehr politisch. Ne? Es geht mehr darum, worauf fokussiere ich, wen hebe ich auf die Bühne und wem bereite ich ein schweres Leben. Wir haben gerade gesehen, die deutsche Regierung hat den Klimaforschern wirklich übel mitgespielt, die hier weiterhelfen könnten. Und das war ein warnendes Beispiel für viele andere. Herr Limburg, bitte. Dankeschön. Jetzt geht's. Hält mich jeder? Gut. Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich die Seite der Die kalte Sonne, die kalte Sonne heißt, ausdrücklich empfehlen möchte. Ich wundere mich, der ich täglich da reingucke, wo Herr Lüning und seine, ja, viele Kollegen sind es ja nicht wahrscheinlich, wo sie die Zeit hernehmen, diese fundamentalen und wichtigen Aufsätze da auch noch unterzubringen, rauszusuchen. Das muss ja alles vorbereitet werden. Also ganz fantastisch. Immer nur reingucken, nicht nur bei Eike, sondern insbesondere auch dort. Das möchte ich vorweg sagen. Und dann möchte ich mal auf den Punkt kommen, dass Sie ja bewusst das CO2 zurückgestellt haben, aus guten Gründen. Wenn Sie es aber dann tun, was ich in meinen Vorträgen immer wieder tue, dann fällt eben auf, dass nicht mal eine Korrelation über längere Zeiträume existiert zwischen der CO2-Entwicklung in der Atmosphäre und der vermeintlichen realen Weltmitteltemperatur. Ich habe mal hier so ein Bild, gucken Sie sich ja an, da ist ein Sprung drin in der Temperatur, das sind die letzten 30 Jahre, aber CO2 kann das nicht leisten. Und da kommen wir auf den Verstärkermechanismus, den Sie auch erwähnten, bei den vielen solaren und sonstigen Einflüssen, PDO, AMO und so weiter. Und diesen Verstärkermechanismus, den haben wir natürlich auch unterstellt beim CO2 mit der Rückkopplung. Wir haben eine Temperatursensitivität von etwa 3 im Mittel, 1,5 bis 4,5 Grad, was unterstellt wird. Und netto, so wird es also in der Literatur beschrieben, haben wir 1 Grad. Warum ist das so? Das ist so, weil es so wenig CO2 in der Atmosphäre gibt. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, auf den ich eigentlich hin will. Ich verwende dieses Beispiel mit den 3 Molekülen CO2 auf 10.000 Moleküle Luft, vermutlich vor 150 Jahren. Genau wissen wir es nicht, weil wir keine guten Proxys haben. Aber ungefähr war es so. Und wir haben 1 Molekül mehr. Und jetzt sagt Herr Lüning und andere sagen das auch, ja, das kannst du ja nicht nehmen, weil es ja bei Gift, Cyankali wurde ja erwähnt, genauso ist. Nur hat eben CO2 keinerlei Eignung für einen Verstärker. Es ist chemisch fast ein Edelgas, verbindet sich mit anderen Stoffen nur unter hoher Energieeinwirkung wie in der Photosynthese, anders als Cyankali, anders als Curare, anders als Botulin oder was immer man als Gift nimmt, was direkt auf die Nerven wirkt und so weiter. Also insofern ist der Vergleich mit einem Gift beim CO2 völlig daneben und es bleibt die schiere, kleine, geringe, fast nicht merkbare Menge übrig. Und deswegen kann man diesen Vergleich sehr wohl verwenden, was wiederum aus meiner Ingenieurssicht ein Beispiel dafür ist oder ein Merkmal dafür ist, warum man das CO2-Signal in der Mitteltemperatur der Welt nicht findet. Es ist einfach zu wenig und der Effekt ist zu klein. Herr Limburg, Sie haben wie immer pointiert Ihre Meinung vertreten. Herr Dr. Lüning, möchten Sie dazu noch was entgegnen? Ja, nein, das ist ja die große Frage. Also die werden wir heute Abend auch nicht mehr klären. Der IPCC sagt, es gibt Wolkenverstärker, es gibt Wasserdampfverstärker, es gibt verschiedenste Dinge. Was wir hier sehen, und das war, fand ich sehr interessant, dass das wärmste Jahr Deutschlands mit dem wolkenfreisten
ja, Deutschland zusammenfällt. Also jetzt unabhängig, wann wir das klären mit dem Zyankali. nein, werden, sollten wir wirklich alles daran setzen, diese Wolkenveränderungen zu verstehen. Und dann wird ganz automatisch die Wahrheit auftauchen, denke ich. Ne? Ja, meine Damen und Herren, nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir haben jetzt gerade aus dem letzten Beitrag erfahren, dass es sogar noch zusätzliche Argumente gibt, die uns an der Klimaideologie zweifeln lassen. Und der Herr Lüning hat gar nicht alle genannt. Der Herr Limburg könnte das noch einige weitere nennen, ich auch. Wenn wir jetzt mal überlegen, warum betreiben wir denn eine solche Klimapolitik, die uns als Deutsche und auch als westliche Industrieländer viel Geld kosten wird. Und ich möchte eigentlich mit einer Frage schließen. Cui bono, wem nützt diese Politik? Herzlichen Dank für Ihre Gegenwart heute. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.